So, es ist 18 Uhr und wir beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und auch draußen im Livestream. Biometrie und Persönlichkeitsrechte. Dies ist der Titel der heutigen Veranstaltung, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Organisatorin der inzwischen 20. Leopoldina Lecture sind die Volkswagen Stiftung, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Mein Name ist Thomas Lengauer und ich bin seit 2015 Mitglied des Präsidiums der Leopoldina und seit April 2021 auch Co-Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses von Deutscher Forschungsgemeinschaft, DFG, und Leopoldina. Von Hause aus bin ich Informatiker und war in den letzten 30 Jahren vor allem im Bereich der Bioinformatik, unter anderem als Max-Planck-Direktor in Saarbrücken, tätig. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Veranstalter hier im Explanatorium Schloss Herrenhausen begrüßen zu dürfen. Gemeinsam organisieren die Leopoldina und die Volkswagen Stiftung nun schon seit mehreren Jahren die Reihe der Leopoldina Lectures in Herrenhausen, hier in diesem beeindruckenden Tagungszentrum. Und so möchte ich der Volkswagen Stiftung und den zuständigen Kolleginnen und Kollegen für die wie immer wieder hervorragende Zusammenarbeit danken. Die Beratung von Politik und Öffentlichkeit zu gesellschaftlichen Herausforderungen, die enge Bezüge zu Wissenschaft und Forschung aufweisen, ist eine der zentralen Aufgaben der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und so greift die Veranstaltungsreihe Leopoldina Lectures in Herrenhausen in der Regel Themen auf, welche auch die Leopoldina im Rahmen dieser wissenschaftsbasierten Beratung beschäftigen. Dazu gehört auch das komplexe Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung der Wissenschaften. Denn Forschungsergebnisse können in der Regel nicht nur zu friedlichen bzw. nützlichen Zwecken verwendet, sondern auch zu schädigenden Zwecken missbraucht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch häufig von sicherheitsrelevanter Forschung oder Dual-Use-Forschung oder im vollen Englisch Dual Research of Concern, abgekürzt DIRC. Die in Deutschland verfassungsrechtlich garantierte Forschungsfreiheit ist ein hohes Gut, denn sie ermöglicht es Forschenden, wissenschaftliche Fragestellungen eigenständig auszuwählen, zu bearbeiten und sich frei mit weiteren Forschenden auszutauschen. Die Beachtung ethischer Prinzipien in der sicherheitsrelevanten Forschung erfährt dabei nicht nur national, sondern auch international eine wachsende Bedeutung. Besonders Forschungskooperationen mit ausländischen Partnern und Aspekte der Ausfuhrkontrolle, wie etwa die zwischenstaatliche Verbreitung sicherheitsrelevanter Forschungsdaten, erhalten verstärkt Aufmerksamkeit in der deutschen Politik und Forschungsförderung. Sicherheitsrelevante Forschung und damit einhergehende Risiken entwickeln sich dynamisch weiter. Beispielsweise durch neue Synergien unterschiedlicher Disziplinen wie der künstlichen Intelligenz, den Ingenieurwissenschaften und der Molekularbiologie. Der gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung, ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Leopoldina eingesetzter wissenschaftlicher Beratungsausschuss, beobachtet diese Entwicklung kontinuierlich, identifiziert Handlungsbedarf und berät diesbezüglich unter anderem die Gremien der DFG und der Leopoldina. Der Ausschuss agiert auch als Plattform für den gebündelten Erfahrungsaustausch im Umgang mit Forschungsrisiken mit dem Ziel, das Bewusstsein für Forschungsrisiken zu schärfen und den eigenverantwortlichen Umgang der Wissenschaften damit nachhaltig zu stärken. Im Foyer finden Sie einige Veröffentlichungen des Ausschusses, unter anderem einen empfehlenswerten englischen Tagungsbericht zum Thema Risikowahrnehmung, Bestimmung und Bewertung. Das war eine Tagung, die im Sommer 2019 in Potsdam stattgefunden hat. So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Auch Methoden und Ergebnisse der Biometrieforschung können etwa zur Verletzung von Persönlichkeitsrechten missbraucht werden. Mit dem Begriff Biometrie
verbinden Sie vielleicht bisher nur die Erstellung neuer Passbilder oder den Body Mass Index. Zwei sehr relevante Dinge im Alltag. Der Begriff umfasst jedoch auch viele weitere Dimensionen. Die Biometrie ist ganz allgemein die Wissenschaft, die sich mit Messungen an Lebewesen und den dazu erforderlichen Mess- und Auswerteverfahren beschäftigt. Der Schweizer Naturforscher und Wirtschaftswissenschaftler Christophe Bernoulli, nicht der Bernoulli, an den wir alle denken, der mit den Flugzeugen. Die Bernoullis, da gab es eine Menge Mathematiker und der Christoph ist einer von denen, ein Jüngerer, benutzte 1841 den Begriff Biometrie erstmals für die Messung und statistische Auswertung der menschlichen Lebensdauer. Der Begriff besitzt heute zwei Facetten, die biometrische Statistik und biometrische Identifikationsverfahren. Die biometrische Statistik umfasst die Entwicklung und Anwendung statistischer Methoden zur Auswertung von Messungen aller Art an Lebewesen. In diesem Kontext wird Biometrie auch gleichbedeutend mit Biostatistik verwendet. Schon früh wurde die Biometrie aber auch zur Personenidentifikation eingesetzt. So entwickelte der französische Kriminalist und Anthropologe Alphonse Bertillon im Jahr 1879 ein System zur Identitätsfeststellung, das auf 11 Körperlängenmaßen basierte, die sogenannte Anthropometrie. 12 Jahre später legte Francis Galton den wissenschaftlichen Grundstein für die Nutzung des Fingerabdrucks zur Personenidentifikation, der den anthropometrischen Maßen deutlich überlegen war. Heute definiert man Biometrie im Bereich der Personenerkennung auch als automatisierte Erkennung von Individuen, basierend auf ihren biologischen und Verhaltenscharakteristika. Ein weiteres Anwendungsgebiet der Biometrie ist beispielsweise die automatisierte und personalisierte Krankheitsdiagnostik. Die Biometrie lebt also vom Zusammenspiel unterschiedlicher Fachdisziplinen, wie den Lebenswissenschaften, der Mathematik, Statistik und der Informatik. Die moderne Informationstechnologie ermöglicht heute mit ihren hohen Rechenleistungen die automatisierte Auswertung sehr großer Mengen biometrischer Daten, etwa in der Krebsdiagnostik. Ein anderes Beispiel aus dem Alltag: Die meisten von Ihnen werden inzwischen ihr Handy bzw. Überweisung beim Online-Banking mittels Fingerabdruck, Iris- oder Gesichtserkennung freischalten. Allerdings liefern solche Instrumente eben auch ganz neue Möglichkeiten, um Personen automatisiert zu profilieren, zu überwachen und hinsichtlich bestimmter Fragestellungen zu bewerten. Man denke an autoritäre Staaten, in denen Videoüberwachung und die Verfolgung potenzieller Regimegegner zum Alltag gehört. Über den Nutzen und die Risiken der Biometrie werden wir am heutigen Abend mehr erfahren und haben im Anschluss an die beiden Vorträge ausgiebig Zeit, darüber zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir heute Privatdozentin Dr. Jessica Hesen und Professor Dr. Christoph Busch für je einen Impulsvortrag gewinnen konnten. Frau Hesen wird uns zunächst über Diskriminierung durch Algorithmen im Kontext einer digitalen demokratischen Gesellschaft und die Rolle von Identitätszuordnung im Internet berichten. Frau Hesen promovierte in Philosophie an der Universität Stuttgart und habilitierte sich am Karlsruher Institut für Technologie. Sie war Stipendiatin des Graduiertenkollegs Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen und arbeitete anschließend an verschiedenen Instituten und Forschungsprojekten im Bereich der Medienethik sowie der Sicherheits- und Technikphilosophie. Seit 2017 ist sie Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik und Informationstechnik am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen. Im zweiten Vortrag wird uns Herr Busch unter dem Titel Demografischer Bias versus Fairness in der Biometrie Einblicke in das Spannungsfeld etwa bei der Gleichbehandlung von Personen verschiedener Herkunft und Geschlecht geben. Herr Busch promovierte 1997 im Fachbereich Informatik an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 2005 vertritt er das Fachgebiet System Development an der Hochschule Darmstadt.
Er leitet zudem die Biometrieforschung an der Norwegian University of Science and Technology mit Hauptsitz in Trondheim und ist Mitgründer und Vorstand der European Association for Biometrics, eines gemeinnützigen Vereins, der die Entwicklung von biometrischen Verfahren und deren angemessenen Einsatz in Europa fördert. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf des Abends und darf das Wort nun an unsere erste Rednerin, Frau Hesen, übergeben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Begrüßung und auch vielen herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ja, in meinem Beitrag geht es vor allen Dingen um die Frage, wie wir eigentlich im Internet mit unseren Körpern umgehen und warum eigentlich überhaupt biometrische Daten so ein wichtiger Punkt sind. Also Diskriminierung durch Algorithmen und was bedeutet das eigentlich, mit biometrischen Daten umzugehen im körperlosen Raum? Was meine ich jetzt überhaupt damit mit dem körperlosen Raum? Es ist ja so, dass das Internet ja erstmal der digitale Raum ist und viele sagen, meine Güte, das ist ja irgendwie gar nicht so richtig echt und das ist doch, da sind wir ja nur fiktiv und das richtige Leben spielt sich da ab, wo auch unsere Körper sind. Und dann ist es ja trotzdem so ein großer, sagen wir mal, gesellschaftlicher Aufreger, dass nun plötzlich die biometrischen Daten, also Daten über unseren Körper, den Eingang finden in diesen digitalen Raum. Und mit diesem scheinbaren Widerspruch möchte ich gerne ein bisschen rumspielen und einige Gedanken hier ins Plenum geben, die wir dann später diskutieren können. Und das Ganze läuft so unter dem Titel der überflüssige Körper, der umkämpfte Körper oder der total erfasste Körper. Erstmal zu dem überflüssigen Körper. Was Sie hier sehen, das ist die Adaption eines bekannten Cartoons aus Mitte der 1990er Jahre. On the Internet, nobody knows you are a dog. Das war ein gezeichneter Cartoon von Peter Stina aus dem Magazin New Yorker. Und was man darin erkennt, ist natürlich ein Hund, der sich jetzt frei bewegen kann im Internet und ganz froh ist, dass eigentlich niemand weiß, dass er ein Hund ist. Und das zeigt, was man eigentlich für Erwartungen gehabt hat mit dem Aufkommen des Internets beziehungsweise dem World Wide Web, also einer Benutzeroberfläche, die für uns alle auch nutzbar ist, wo das Internet eben zu den Menschen auch gekommen ist und, und für uns alle und nicht nur für Informatikerinnen und Informatiker nutzbar war. Da war es plötzlich verbunden mit dem großen Freiheitsversprechen, nämlich wir können alle frei kommunizieren, anonym kommunizieren und so, dass uns niemand erkennen kann, in dem Sinne nicht erkennen kann, dass man auch nicht diskriminiert werden kann, dass bestimmte Stereotype eben nicht so wichtig sind, weil allein das Wort entscheidet und wie ich mich verhalte in diesem Internet, in diesem digitalen Raum, wo die Körper dann eben letztendlich keine große Rolle spielen sollten und deshalb eben auch politisch gesehen so viele Freiheiten im Internet entstehen sollten. Das war ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt aus der neueren Zeit ist das, was die Transhumanisten machen. Die sagen direkt, wir brauchen eigentlich überhaupt keine Körper im Internet, sondern im Gegenteil, wir können sogar noch frei aussuchen, welche unterschiedlichen Körper wir benutzen wollen. Und was wir eigentlich brauchen, ist nur der Geist, der sich letztendlich verwirklicht im Internet und der sogar auch noch dann lebt und noch dann präsent ist, wenn wir schon längst verstorben sind. Das hier, Ray Kurzweil, ist ein bekannter sogenannter Transhumanist. Also da geht es Technologien, die das menschliche Leben sozusagen übersteigen und den Menschen zu so einer Art Selbstverwirklichung verhelfen. Und das hier habe ich gerade noch aktuell aus der Zeit sozusagen ausgerissen, also die Wochenzeitung Die Zeit. Und da heißt es, im Laufe der Zeit werden unsere biologischen Körper obsolet. Wir werden viele Körper haben und im Rückblick die Idee als sehr primitiv empfinden, nur einen Körper zu haben und von diesem abhängig zu sein, ohne Backup unseres Gedankeninhalts. Also Backup unseres Gedankeninhalts wären dann eben die Computer, wo unser Bewusstsein und unsere Gedanken, unsere Identität drinstecken. Also das ist sozusagen das Kapitel, der überflüssige Körper. Das Internet macht unsere Körper obsolet und wir können uns verwirklichen im Geist und in der Kommunikation. Gut, der umkämpfte Körper. Jetzt haben wir ja einmal gehört, der Körper ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig im Internet. Und dann, wenn wir jetzt
ja, das haben Sie wahrscheinlich schon auch häufiger gehört, es geht um Diskriminierung im Internet, Menschen, die nicht sichtbar werden im Internet, die in der Kommunikation nicht sichtbar werden, aber auch, die vielleicht auch in Bildern nicht sichtbar werden. Also da wird es wieder ganz wichtig, dass Menschen auch repräsentiert werden im Internet und in der Internetkommunikation. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist ein Screenshot von einem Chatverlauf in Twitter. Der Herr, den Sie hier rechts sehen, das ist ein Doktorand im Bereich der Technikpädagogik, der mit einem Kollegen gechattet hat. Und Sie kennen das alle wahrscheinlich aus den Zoom-Konferenzen. Da kann man sich immer so automatische Hintergründe einrichten, damit man nicht in die private Küche guckt oder damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Und der Kollege von diesem kanadischen Doktoranden, also Colin Medland nennt er sich, hatte jetzt plötzlich keinen Kopf mehr. Und die haben, also als er sich dann diesen elektronischen, digitalen, fiktiven Hintergrund eingestellt hat. Und dann haben die natürlich gerätselt, was ist jetzt los, warum ist der Kopf verschwunden? Und ja, der Kollege hat dann ein bisschen rumprobiert und das sehen Sie dann im unteren Bild, da ist der Kopf da von dem schwarzen Kollegen und dahinter sehen Sie dann einen Atlas, also einen Globus. Und das war sein Trick, nämlich die Software hat den Globus erkannt, aber den schwarzen Kollegen nicht erkannt. Und das liegt daran, das wurde im Anschluss auch an diese Geschichte, aber auch an viele andere ähnliche Beispiele diskutiert. Künstliche Intelligenz also ist trainiert häufig mit Daten von weißen Männern und Frauen, vor allen Dingen schwarze Frauen, aber auch schwarze Männer, aber auch andere Menschen, also die ungewöhnlich aussehen, werden nicht erkannt durch diese Formen der künstlichen Intelligenz, die auch hier zum Tragen kommen, wenn diese fiktiven Hintergründe in Zoom-Konferenzen dann also projiziert werden und dann die Köpfe müssen dann berechnet werden, damit sie dann erscheinen. Die müssen erkannt werden können von der künstlichen Intelligenz. Und deswegen hat der Kollege dann plötzlich keinen Kopf mehr. Und es gibt viele andere, sagen wir mal, skandalöse Beispiele auch, wo Menschen falsch identifiziert werden, in diskriminierender Weise identifiziert werden. Das ist also ein Hinweis darauf, dass es enorm wichtig ist, wie die Qualität der sogenannten Trainingsdaten ist, dass die umfassend erfasst werden, diese Trainingsdaten, dass man auch nochmal drauf schaut und guckt, wie die Algorithmen funktionieren, damit es eben zu solchen Formen der Diskriminierung und des Nichtvorkommens in dieser digitalen Welt geht. Also es geht immer darum, dass der Körper nicht nur einfach weg ist, wie in dem Beispiel vorher, der überflüssige Körper, sondern auch, dass bestimmte Menschen und alle letztendlich auch ein Recht darauf haben, repräsentiert zu werden im digitalen Raum. Vor allen Dingen dann, wenn es auch zu solchen Anwendungen kommt, wie zum Beispiel Sozialversicherungsleistungen, die verteilt werden oder wo es nochmal auch existenziell wichtig ist, dass man auch vorkommt im digitalen Raum, auch mit seiner leiblichen Existenz. Ja, der dritte Punkt, der wahrscheinlich der politisch oder sagen wir mal vor dem Hintergrund der Demokratietheorie der relevanteste ist, der total erfasste Körper. Hier geht es um Biometrie in allen ihren Ausfächerungen. Das war ja gerade schon genannt worden. Es gibt ja ganz unterschiedliche biometrische Verfahren. Es gibt die Iriserkennung, es gibt den Fingerabdruck, aber es gibt, das ist jetzt immer mehr im Gespräch, auch Biometrie auf den gesamten Körper, ihr gesamtes Erscheinungsbild, ihre Art, sich zu bewegen. Also alles Mögliche lässt sich biometrisch erfassen. Das ist sozusagen der total erfasste Körper. Aber es gibt auch total erfasste Körper in totalitären Regimen. Dazu möchte ich auch eingehen. Dazu erstmal dieses Beispiel. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel aus der MIT Technology Review. Da steht, wie die afghanische Biometrie-Datenbank in die Hände der Taliban gelangte. Die Amerikaner haben, als sie in Afghanistan noch aktiv waren, umfangreiche Biometriedatenbanken angelegt, aber ebenso auch die afghanische Regierung selbst. Also da gab es bestimmte Gründe, das zu tun, zum Beispiel Sozialmissbrauch zu verhindern, man kann mit Biometrie Menschen immer eindeutig erkennen. Also dann kann man sehen, wer hat jetzt zum Beispiel bestimmte Hilfeleistungen schon abgeholt, wer noch nicht. Aber es wurden noch viel mehr Daten erfasst in diesen Datenbanken. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesen Datenbanken, wenn es ein neues Regime gibt, ein totalitäres Regime, also die Taliban natürlich. Können die umgehen mit diesen Biometriedatenbanken? Was passiert damit? Weil mit Hilfe dieser Biometriedatenbanken kann man natürlich auch ganz genau sehen, wer vorher für die Amerikaner, für die Deutschen, für die Franzosen und so weiter gearbeitet hat. Also ganz pragmatisch man weiß noch nicht genau, was passiert, aber man sieht erstmal, dass die Taliban zum Glück im Moment technisch noch nicht
nicht so fit sind, dass sie das Ganze nutzen können. Aber trotzdem ist das, sagen viele, das ist so eine Art tickende Bombe. Es kann sein, dass sie sich die Expertise auch bald besorgt haben und dann eben Zugang haben zu diesen Daten. Ein anderes Beispiel, das sogenannte Sozialkreditsystem in China, Social Credit System. Das hier ist ein Foto aus Peking. Was Sie da sehen, ist eine belebte Kreuzung. Sieht man alles nicht genau, aber das auch ein Originalfoto ist. Aber was Sie dort im Hintergrund sehen, ist so ein großer Screen, so ein großer Bildschirm. Und es läuft jemand bei Rot über die Ampel. Der wird erfasst und dann sehen Sie oben rechts in diesem kleinen Quadrat dann direkt seine persönliche Identifikationsnummer und seinen Personalausweis und alle wissen, wie diese Person heißt. Und dieses Datum, also sein Vergehen, geht dann auch gleich rein in die Berechnung seines Scores, seiner Bewertung, seines Sozialverhaltens. Also die chinesische Regierung, das wissen sicherlich viele von Ihnen, führt ein großes Modellprojekt durch, wo sie versucht, ihre Bevölkerung zu bewerten in Bezug auf Kreditwürdigkeit vor allen Dingen oder auch in Bezug auf ihr Verhalten im Straßenverkehr, aber noch viele andere Parameter fließen da ein und jeder bekommt dann so eine Art Bewertung und ist dann eben guter Bürger, Bürgerin oder eben schlechte Bürger oder Bürgerin. Das Ganze wird zum Beispiel auch schon verwendet. Wenn jemand heiraten möchte, dann guckt die Braut immer ganz gerne dann, was für eine Bewertung hat denn dann jetzt der Bräutigam. Und da fallen auch schon ganz schön viele durch das Raster. Das wollte ich Ihnen gerne noch zeigen. Das ist sowas, das wird auch verwendet von der chinesischen Regierung, um das Ganze ein bisschen sympathischer zu machen. Also die haben selber so Cartoons erstellt. Und wenn man die höchste Bewertung hat in diesem Bewertungssystem, ist man auf A. Wenn man in D ist, dann wird man in der Versenkung, findet man sich in der Versenkung wieder. Also, das ist eben auch ein Beispiel dafür, wie biometrische Daten eben missbraucht werden können. Aber wie das auch Eingang findet, zum Beispiel in das Zahlungssystem einer so riesigen Volkswirtschaft, wie das die chinesische ist. Und das System kommt bislang auch tatsächlich gut an. Also wir sagen immer hier in Deutschland und in anderen westlichen Ländern, oh, was für ein Albtraum. Aber was man so hören kann, wird zumindest behauptet, dass es die chinesische Bevölkerung selber gerne annimmt. Ja, was kann man dagegen tun? Wie sieht es aus bei uns in Europa? Jetzt, wenn man vermeiden möchte, dass solche totalitären Formen der biometrischen Erfassung Eingang finden in unser alltägliches Leben oder in die Politik. Und deswegen jetzt zum Abschluss noch von meinem Impuls der Hinweis auf ein sehr wichtiges Vorhaben und ein sehr wichtiges Papier. Die Europäische Union hat im April diesen Jahres, oder die Kommission, die Europäische Kommission, hat im April diesen Jahres einen Vorschlag gemacht zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, in der auch die Regulierung von biometrischen Daten bzw. biometrischer Erfassung eine große Rolle spielt. Und dieser Vorschlag wird zurzeit diskutiert. Bis vor kurzem hatte man auch noch selber, also Sie alle hätten auch die Möglichkeit gehabt, da Eingaben zu machen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist das folgende Interessante. Also es gibt in diesem EU-Regulierungsvorschlag 4 Risikokategorien und biometrische Erfassungsmöglichkeiten finden sich auf den 2 umstrittensten Ebenen oder kritischsten Ebenen, nämlich im Bereich der unzulässigen Anwendungen der künstlichen Intelligenz und in dem Bereich derjenigen, die ein hohes Risiko haben. Also Sie sehen das hier, unzulässig ist die biometrische Fernidentifizierung in Echtzeit im öffentlichen Bereich und ein hohes Risiko hat die biometrische Erfassung so allgemein. Und das Interessante daran ist, das Ganze haben viele sehr stark begrüßt, dass es hier ein Verbot geben soll, aber es gibt tatsächlich auch innerhalb dieses Regulierungsvorschlags dann auch selber dann gleich schon eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Unzulässigkeit der biometrischen Fernidentifizierung. Das ist nur ein Ausschnitt, das ist die Seite, die beschreibt, wo es doch überall Ausnahmen gibt, also wo es doch eine biometrische Fernidentifizierung geben soll. Also biometrische Fernidentifizierung heißt einfach intelligente Videoüberwachung zum Beispiel. Also eine Kamera ist aufgestellt und im öffentlichen Raum, also auf eine größere Distanz hin, könnten Sie dann eben auch identifiziert werden, wenn Sie einfach durch den Bahnhof laufen. Das ist biometrische Fernidentifizierung. Das sind die ganzen Begründungen, wann die trotzdem möglich ist, obwohl die eigentlich unzulässig ist. Und dabei geht es dann zum Beispiel um die gezielte Suche nach Vermissten, insbesondere Kindern, um die Verhinderung von lebensbedrohenden Gefährdungen und Terrorismus und natürlich insgesamt die Verfolgung von Straftaten. Das ist kurz zusammengefasst, das sind die Ausnahmen, die es geben soll. Und unter diesen Bedingungen kann es dann trotzdem eine biometrische Fernidentifizierung geben.
Ja, ganz zuletzt nochmal Diskussionsthesen, wo ich denke, dass die interessant sein werden für uns später. Das sind recht einfache Thesen, die es aber, sagen wir mal, in sich haben. Nämlich erstmal, Biometrie nimmt den Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit zur Lösung von ihrem körperlichen Erscheinungsbild in der digitalen Welt. Das heißt, wir sind dort eindeutig zu identifizieren und es ist eben nicht mehr möglich, so ganz frei im Internet zu kommunizieren. Vielleicht soll das ja auch nicht so sein, also das können wir gleich diskutieren. Biometrie führt zur Festschreibung von Identität durch andere, also durch Sicherheitsbehörden, durch Datenbroker oder die Plattformindustrie. Das heißt, wir haben ja alle ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und wir können alle auch immer eigentlich so ein bisschen drehen an der Art, wie wir erscheinen wollen im Internet. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Das könnten machen andere dann für uns, wenn wir so ganz eindeutig festgelegt sind auf unsere biometrisch erfassbare Erscheinungsform. Und natürlich, Biometrie kann zu mehr Sicherheit führen, aber auch zu totalitärer Überwachung, Missbrauch und Diskriminierung. Ja, so viel von meiner Seite erstmal und ich freue mich dann auf unsere Diskussion später. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Veranstaltern, dass ich hier dabei sein kann, zu diesem spannenden Thema mit Ihnen zu diskutieren. Mein Name ist Christoph Busch. Auf dieser Folie stehen zwei weitere Namen, Christian Rathgeb und Pavel Zuschowski. Das sind zwei Kollegen von mir, die mich vor 2 Jahren animiert haben, einen Forschungsantrag einzureichen, der sich diesem Thema Bias in der Biometrie gewidmet hat. Der wurde genehmigt und seitdem kümmern wir uns um das Thema. Und das war sehr vorausschauend von den Kollegen, dass sie da gedrängt haben. Frau Hiesen hatte gerade den Artificial Intelligence Act, diesen Draft, genannt. Der ist ja sehr weit gespannt, auch um dieses Thema Bias, und ich komme da gleich drauf zurück. Ja, zu meiner Person. Herr Lengau hat eigentlich schon alles gesagt. Ich bin an der Hochschule Darmstadt tätig, auch in Norwegen. Ich bin Hochschullehrer, aber darüber hinaus bin ich eben auch in Gremien tätig, kümmere mich um die Standardisierung von Austauschformaten, die Bilder, die Sie in den Pässen haben, und mache eben verschiedene Forschungsprojekte. Ja, das Thema Bias ist sehr eng verbunden mit der Diskussion zu Artificial Intelligence. Und wenn wir nach diesen beiden Schlagworten, Bias und Artificial Intelligence, googeln, dann finden wir sehr viele Artikel. Hier sind ein paar genannt. Wenn Sie Netflix-Abonnement haben, können Sie einen Film hier auf der rechten Seite sehen, der das Thema, was Frau Hiesen geschildert hat, diese Detektion von dunkelhäutigen oder Nicht-Detektion von dunkelhäutigen Gesichtern, schön illustriert. Das ist etwas, was uns bewegt. Ja? Algorithmen scheinen in gewissen Fragestellungen Bias zu haben. Was heißt denn Bias? Bias heißt eine Schieflage, eine Bevorteilung oder eine Benachteiligung von einzelnen Menschen. Das ist etwas, was wir unmittelbar negativ assoziieren. Jetzt möchte ich aber, bevor ich auf dieses Thema Bias in der Biometrie eingehe, nochmal überlegen und rekapitulieren, warum machen wir überhaupt biometrische Authentisierung, wenn denn das etwas ist, was negativ konnotiert ist? Wo ist das Positive dabei? Also wir stellen uns die Frage, wo ist der Nutzen der Biometrie? Wir haben in vielen Prozessen unseres täglichen Lebens, das Freischalten des Mobiltelefons, das Übergehen eines Zugangskontrollbereiches, ob das jetzt am Flughafen ist oder beim Zugang zu einem Firmenlabor, haben wir die Notwendigkeit, eine Authentisierung zu machen. Das können wir natürlich durch Wissen machen. Sie leiden alle unter der Vielzahl von Passworten, die Sie verwalten müssen. Sie können das über ein Ding haben, das Sie besitzen, beispielsweise ein Smartphone oder einen Reisepass. Aber diese Dinge kann man ja weitergeben. Auch das Passwort kann man weitergeben. Ja? Also insofern ist es gut, wenn man ein starkes Authentifizierungsverfahren haben möchte, dass man 2 Faktoren nimmt. Beim Banking kennen Sie das jetzt mittlerweile. 2 Faktoren und einer dieser beiden Faktoren beispielsweise ein biometrischer Faktor ist. Das ist gut, weil dann können wir diesen Faktor wieder verlieren und wir können ihn auch nicht weitergeben und damit gegebenenfalls die Sicherheitspolitik umgehen. Das wäre nicht im Sinne des Betreibers. Wie funktioniert die
biometrische Erkennung. Herr Lengau hat schon die Definition genannt. Die ist hier oben nochmal markiert mit den Kernbegrifflichkeiten, nämlich die Wiedererkennung, Recognition, von Individuen. Das heißt, Wiedererkennung funktioniert nur dann, wenn ich vorher eingelernt habe. Ich brauche also so einen Enrollment-Prozess. Und das Ergebnis dieses Enrollment-Prozesses ist, dass ich eine biometrische Referenz irgendwohin speichere. Und jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Im Umgangssprachlichen heißt es biometrische Identifikation. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Referenzmodelle. Das eine ist die biometrische Verifikation. Das kennen Sie sozusagen aus dem Grenzübertritt. Wenn Sie Ihren Reisepass abgeben, dann ist in diesem Reisepass ein Gesichtsbild und zwei Fingerbilder. Das sind die Referenzbilder. Und Ihre Behauptung ist, das ist Ihr eigener Reisepass. Dann gibt es eine 1:1 Vergleichsprozedur und das Ergebnis ist, ja, das stimmt, das ist Ihr Reisepass oder Sie sind hier zurückgewiesen worden vom biometrischen System. Und das reine Identifikationsverfahren im technischen Sinne ist, dass Sie einen Vergleich machen gegen eine Datenbank. Und Ihre Behauptung ist, ich bin in dieser Datenbank. Beispielsweise, ich bin Mitglied eines Unternehmens oder ich bin in der Datenbank der Visa-Berechtigten für den Schengen-Raum. Ja. Sie machen also einen 1:N-Vergleich. Gut, wo kommen solche Remote Biometric Identification Systems denn zum Einsatz, die auf der Identifikation im letzteren Sinne basieren? Jetzt wird diskutiert, soll man das reduzieren, soll man das kontrollieren, soll man das gar bannen? Ja, und die Forensiker, also die Leute, die Terrorangriffe aufklären müssen, die werden bei diesen Regulierungen vermutlich etwas Schwierigkeiten haben, weil sie die forensische Arbeit, die Aufklärung von Straftaten natürlich behindern würden. Und diese Straftaten, ich habe hier das Bild von dem Terrorangriff in Nizza, das Bild vom Sturm auf das Kapitol. Diese Angriffe, diese Terrorangriffe wurden aufgeklärt oder können aufgeklärt werden, indem man biometrische Gesichtserkennung einsetzt. Jetzt kann man entscheiden, das möchte man nicht, dann wird man vermutlich auch weniger derartige Dinge aufklären können. So, und vielleicht noch mal im Hinterkopf haben, was sind denn die Probenbilder, die da verwendet werden? Das sind einerseits Bilder jetzt aus einer Überwachungskamera, die vielleicht montiert ist, aber andererseits auch Bilder, die aus den Mobiltelefonen von Teilnehmern an so einem Event geliefert werden. So, und die Frage ist, müssen diese Sensoren permanent vernetzt sein? Ich glaube nicht. Vernetzt sein müssen sie eigentlich nur dann, wenn eine Gefahrensituation droht und mit einer begrenzten Haltungsdauer der Referenzdaten hätte man da sicherlich eine praktikable Lösung. So, das Besondere bei der Biometrie ist, dass biometrische Algorithmen Fehler machen. Es kann mal eine Falschentscheidung passieren. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir eben nicht 1:1 Binärcode vergleichen, sondern eine Variation eines Gesichtes, die altersmäßig sich ändert, aber auch durch Beleuchtung ändert und dergleichen mehr. Und das Entscheidende jetzt für die Fragestellung, ob ich eine bestimmte Gruppe benachteilige oder bevorteile, liegt dann in dieser Aufteilung der demografischen Faktoren. Die Fehler, die jetzt hier genannt sind, sind sozusagen falsch-negative Fehler. Also ich habe beispielsweise eine zugangsberechtigte Person, die mit dem Reisepass die Grenze passieren möchte, nicht erkannt, dann kommt da aus einer Unbequemlichkeit heraus. Er muss sich nochmal diesen Prozess unterwerfen oder Second Line Inspection machen. Und der falsch positive Fall ist, dass ich sozusagen einen Risikofaktor darstelle. Und genauso in der Forensik habe ich dann eben eine möglicherweise wichtige Tatortspur übersehen, wenn ich die Erkennung nicht sicherstellen kann. Die Biometrie oder sozusagen das Bedürfnis, das wir haben, Fairness zwischen den einzelnen demografischen Gruppen, also zwischen Männern und Frauen, zwischen Dunkelhäutigen und Hellhäutigen herzustellen, erstreckt sich nicht nur auf die reine Identifikation. Es gibt weitere Gruppen, beispielsweise die Altersschätzung, das ist wichtig bei Migrationsprozessen, die
Prüfung, ob vor dem Sensor nun wirklich eine lebende Charakteristik oder vielleicht eine Silikonmaske oder ein gemorphter Pass ist. Auch das sind Algorithmen, die Entscheidungen treffen und letztlich auch die Fragestellung, ob das Bild, was wir geliefert haben, von hinreichender Qualität ist. Auch da wollen wir natürlich, dass es alle demografischen Gruppen gleich behandelt. Das ist unser Anspruch. Eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist naheliegend, eine Gleichbehandlung von verschiedenen Altersgruppen, aber wie ist es die Gleichbehandlung von verschiedenen ethnischen Gruppen? Ja, wir haben eine solche Vielzahl von ethnischen Gruppen, dass man da über die Skin Color hinaus sicherlich noch Dinge tun muss. Und wir haben verschiedene ethnische Gruppen, ich sage jetzt mal die Inuit oder die Samen, die nur sehr selten an einer deutschen Grenzkontrolle vorbeikommen. Also ist die Frage, ob der Algorithmus auch wirklich diese ethnischen Gruppen in gleicher Güte abdecken muss. Material für die Diskussion. Und dann kommt dazu, was ist eigentlich dann ein Algorithmus, der fair arbeitet? Ja? Wenn wir ein Lexikon aufschlagen, dann lesen wir so etwas wie, naja, der muss uns fair behandeln und er muss uns gleich behandeln. Ja? Das ist aber ein Konzept, was natürlich durch unseren kulturellen Zusammenhang, durch unsere Erfahrungen, vielleicht durch unsere Religion und viele andere Faktoren unserer Kultur geprägt ist. Das in den mathematischen Zusammenhang zu packen, ist sehr schwierig und gegebenenfalls sogar gar nicht möglich. Ja. Trotzdem haben wir natürlich das Bedürfnis, fair behandelt zu werden. Das wollen wir auch keinem abstreiten und das wollen wir erreichen. Und das, was wir jetzt sozusagen mittelbar erreichen können, ist, dass wir auf Gruppenfairness achten. Das heißt, dass wir testen, ist ein Algorithmus eben für bestimmte Subgruppen genauso scharf oder genauso gut wie für die Gesamtheit der Population. Es gibt diese Ermahnung, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn wir sozusagen in unserer Diskussion und in dem Hinterfragen von Artificial Intelligence sagen, Artificial Intelligence führt uns auf schlechtes Fahrwasser, weil es Bias beinhaltet, dann müssen wir uns fragen, sind denn die Menschen besser? Hat der Mensch kein Bias? Und es gibt hier diese schöne Grafik, Cognitive Bias Codex, ich habe das hier auf der rechten Seite, wenn Sie das mal googeln, kommt diese Grafik in großer Auflösung raus und Sie können sich in die Details vertiefen. Ich habe dazu jetzt nicht die Zeit, aber ich will mal sagen, es gibt so diese Experimente, wenn Sie einem Studenten sagen, bewerte mal hier verschiedene Auszüge oder Essays von anderen Studenten, und da sind gute und schlechte dabei. Und wenn Sie dann dieses Experiment fortführen und sagen, dann packen wir auch noch das Bild des Autors dabei, dann stellt man fest, wenn der Autor / die Autorin gut aussehend ist, sind die Bewertungen besser. Das ist so, das ist getestet. Ja? Was Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie die Aufgabe haben, einen japanischen Kollegen oder chinesischen Kollegen wiederzuerkennen, dann haben Sie etwas Schwierigkeiten, aber der Junge oder die junge Dame aus der Nachbarschaft, die erkennen Sie sofort wieder. Das ist das, was wir The Other Race Effect nennen. Ja? Sie sind auf ihrer Kultur trainiert. Gut, also diesen Bias gibt es bei Menschen auch. Wir haben auch Vorteile bei der Technologie, die wir sehen müssen. Ja? Also sie ermüdet nicht. Wir haben verschiedene Szenarien schon gehabt, wo Angriffe auf biometrische Systeme beispielsweise durchgeführt wurden. Gerade dann, wenn Mitarbeiter von der Passmeldestelle freitags nachmittags schon ermüdet war. Sowas passiert natürlich weniger bei einem Algorithmus, der nicht ermüden kann. Das, was ich für die Diskussion vorbereitet habe, ist sozusagen der Vorschlag, es soll nicht automatisierte Systeme geben, aber es soll Assisted Systems geben, wo Algorithmen den Menschen unterstützen. Ja, die negativen Konsequenzen von unfairen Algorithmen sind, glaube ich, transparent. Wir wollen keine Diskriminierung von Untergruppen. Wir wollen verhindern, dass Möglichkeiten gleich verteilt sind, dass ökonomische Möglichkeiten gerecht zugeteilt sind. Und wir wollen natürlich auch keine Gruppen unserer Gesellschaft diskriminieren. Frau Hesen hatte das Beispiel China genannt. Da werden auch explizit Volksgruppen diskriminiert über diskriminierende Algorithmen. So, was ist der Weg aus diesem Dilemma?
In der internationalen Standardisierung arbeiten wir an Testmethodologien, um überhaupt biometrische Systeme zu testen. Das sind Testverfahren, die festgeschrieben sind, Systeme, die ins Deployment kommen, also die an der Grenze installiert werden, die in der Forensik installiert werden. Aus meiner Sicht müssen diese Systeme getestet werden, damit sie fair und gerecht verschiedene Untergruppen behandeln. Ein solcher Teststandard ist in der Entwicklung. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber da könnten wir in der Diskussion noch ein bisschen fortführen. Und das andere, was natürlich wichtig ist, dass wir bei der Biometrie, bei dem biometrischen System Vertrauen herstellen. Wir stellen Vertrauen her, indem die Algorithmen transparent sind, indem Privacy by Design ein wichtiges Element ist und dass diese Diskussion über Bias in der Artificial Intelligence, dass die eben weit geführt wird. Gut, ja, zum Abschluss nur der Hinweis, Herr Linger hat es gesagt, ich bin der EAB-Verein aktiv, ich bin in diesem Verein engagiert und wir kümmern uns um solche Fragestellen wie eben der Umgang mit diesem Artificial Intelligence Act und was daraus folgen kann. Wenn Sie Interesse an dem Thema haben und der heutige Abend Sie animiert, das weiter zu diskutieren, es gibt eine Veranstaltung in gut 14 Tagen, da wird eine der Autorinnen zu dem AI Act wirkt dabei sein und wir werden eben diese Standardisierungsaktivität, die versucht, die technische Umsetzung des AI Act zu realisieren, die werden wir diskutieren. Ja, damit bin ich erstmal fertig mit meinem Impuls und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ja, Sie können sich gleich hinsetzen. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt zu dem Teil der Veranstaltung, bei dem wir auch um Ihre rege Mitarbeit und Teilnahme bitten. Das ist die Diskussionsrunde. Ich möchte aber die Diskussion eröffnen, auch damit Sie sich ein paar Gedanken machen können, ob und welche Fragen Sie stellen wollen. Und möchte eigentlich zwei Fragen stellen, die mich umgetrieben haben, schon in der Vorbereitung dieses Events und jetzt auch, als ich die Vorträge gehört habe. Und zwar sind das zwei Fragen, die Grunddefinitionen betreffen von dem, was wir hier besprechen. Und ich werde die erste Frage an Sie richten, aber eigentlich können Sie beide dazu wahrscheinlich was sagen und wollen was sagen. Das eine ist die Definition der Biometrie. Sie haben eigentlich beide übereinstimmt, auch mit dem, was ich gesagt habe, haben wir uns geeinigt auf die Definition der Biometrie. Aber in beiden Ihren Vorträgen ist nur ein Ausschnitt aus dieser Definition überhaupt erwähnt worden. Also eigentlich ist der Fokus dieses Events implizit viel enger. Und zwar haben Sie beide völlig ausgelassen die genetische Charakterisierung von Menschen, die ganz eindeutig unter die biometrische Definition fällt, die aber schon irgendwas ganz anderes ist, aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Erstens, weil eben doch nicht so flächendeckend Daten übernommen werden. Genetische Ferndiagnostik ist noch nicht möglich. Und deswegen ist dieses Problem der möglichen Datensammelwut nicht so krass. Und auf der anderen Seite scheint es mir so zu sein, dass das Risikobewusstsein in der Bevölkerung und unter denjenigen, die Gesetze machen, viel weiter ausgebildet ist in dem Bereich. Wir haben doch eine sehr starke Regulierung, was Data Protection, Datenschutz von genetischen Daten betrifft. Und ich frage mich einfach, wie kommt das, dass das zwei so verschiedene Welten sind? Und hätte eigentlich gerne Ihre Meinung dazu gehört, wie sich, vielleicht gibt es noch eine dritte Region, die wir jetzt auch nicht betrachtet haben, die auch einen ganz anderen Charakter hat. Wieso zerfällt diese biometrische Fragestellung so in diese, aus meiner Sicht, in diese beiden Bereiche? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass es da ganz unterschiedliche Diskurse gibt. Also
Die biometrische Erfassung im Bereich der Gendaten, das ist natürlich auch ein Bereich, der schon von vornherein im medizinischen Bereich oder in der biomedizinischen Forschung verankert ist. Aber auch in der Forensik, ne? Ja, aber das ist natürlich, das kommt nicht, sagen wir mal, aus der Mitte der Bevölkerung, also wie jetzt sowas wie die biometrische Fernerfassung, sondern das ist ein Bereich, der an sich schon sehr stark reguliert ist und wo es eine hohe Sensibilität gibt in Bezug auch auf ethische Fragestellungen. Das heißt, das wird vor allen Dingen auch innerhalb der Expertinnen und Experten verhandelt, innerhalb der Fachwissenschaften geht man damit ja schon kritisch um. Und wir hatten ja auch schon sehr große Diskussionen zur Genethik zum Beispiel. Das war alles schon vor 30 Jahren der Fall. Ja, ja. Das hat insofern nicht so richtig einen Neuwert. Das Neue ist natürlich jetzt das Digitale, was dazukommt und die viel elaborierteren und besseren Arten, das Ganze zu erfassen. Aber das ist, glaube ich, auch insgesamt nicht so im Bewusstsein, weil es schon verhandelt ist und eben auch relativ gut reguliert ist. Alles, was im medizinischen Bereich ja passiert, wird ja schon auch starken Kontrollen unterzogen. Und dieser gesamte Bereich, also wie jetzt biometrische Fernerfassung oder auch solche Dinge zum Beispiel, das haben wir heute noch nicht erwähnt, das finde ich persönlich immer auch faszinierend, dass man über die Art, wie wir unsere Tasten bewegen am Computer, zum Beispiel wenn wir Online-Banking machen, das sind ja auch biometrische Daten, aber da kann erkannt werden, wie dick unsere Daumen sind, wer da wahrscheinlich davor sitzt, und da gibt es dann eindeutige Arten, wie wir zögern, wenn wir was eingeben und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die unser alltägliches Leben jetzt schon teils begleiten, aber erst recht in Zukunft, die sind tatsächlich noch weitgehend unreguliert. Und wir sind jetzt gerade an einer Stelle, wo wir uns als Gesellschaft darüber unterhalten müssen, wie wir eigentlich damit umgehen wollen. Es gibt ja auch so eine Menge von Start-ups, die in diesem Bereich aktuell also unterwegs sind. Also solche Start-ups hatten sie jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Gendaten nicht, also zumindest nicht so, dass die direkt in der Öffentlichkeit präsent sind und dass man bestimmte Sachen im Internet selber ausprobieren kann mit kleinen Rechenbeispielen, die uns da umsonst gegeben werden von diesen Start-ups. Oder das geht jetzt viel breiter in die Öffentlichkeit und auch in die öffentliche Kommunikation hinein. Dankeschön. Herr Busch, haben Sie dazu einen Kommentar? Ja, ich habe da noch einen Kommentar. Also natürlich ist die Erkennung jetzt DNA-Daten, auch das ist biometrische Erkennung. Ich habe das aus zwei Gründen nicht erwähnt. Erstens, weil wir selber in unserem Labor da nicht dran arbeiten. Und zweitens, weil die DNA-Analyse natürlich eine ganz schwere Ausrichtung auf die Forensik hat. Ja. Ja. Und wir haben es bei den Netzwerken zwischen den verschiedenen kriminalistischen Instituten ja jetzt mit einer Gesetzeslage zu tun. Das ist der sogenannte Prüm-Vertrag, der zunächst zu bilateralen Austauschen führte und jetzt mittlerweile europaweit den Austausch von Fingerbildern, aber auch von DNA-Spuren ermöglicht. Und um das möglich zu machen, brauchen wir dann wieder standardisierte Austauschformate. Also an solchen Standards arbeiten wir in dem Standardisierungsgremium auch. Aber warum ist das jetzt nicht so im Fokus? Aus meiner Sicht ist für uns in den nicht-forensischen Anwendungen, die jetzt in meinem Blickpunkt eigentlich vorrangig sind, ja maßgeblich auch, welchen Rahmen wir durch die Datenschutzgrundverordnung haben. Ja? Und da gibt es einen Artikel 9, der sagt, dass besonders eben medizinisch relevante Daten kritisch gehandhabt werden. Ja? So, und bei DNA ist natürlich jede Menge Information drin, die Sie für die Erkennung, für die sichere biometrische Erkennung nutzen können, aber es ist auch Information drin, wo man sagen kann, das ist Überschussinformation, die brauche ich nicht für die Erkennung, aber die kodiert vielleicht irgendeine Krankheit oder die kodiert vielleicht irgendein Krankheitsrisiko, das in Zukunft mal auf den Arbeitnehmer zukommen wird. Das geht den Arbeitgeber beispielsweise gar nichts an. Ja? Also insofern ist das eine besonders sensitive biometrische Information. Ja? Ich habe gerade, als Sie gesprochen haben, ist mir noch ein anderes biometrisches, eine andere Art der biometrischen Daten eingefallen, die mich immer ein bisschen unruhig macht. Und zwar habe ich mich jahrelang dagegen gewehrt, elektronische Bücher zu lesen und habe es jetzt einfach aus Convenience gemacht, weil ich mehr Bücher haben will, als in meinen Laden passen, in meine Wohnung. Aber mir ist schon bewusst, dass die Provider von diesen Büchern meine Verweildauer auf den Seiten ganz genau nachhalten. Mhm. Und was ich zweimal lese, was ich dreimal lese. Und daraus kann man natürlich auch extrem viel entnehmen, was mir vielleicht selber gar nicht bewusst ist. Mhm. So, da habe ich schon das Gefühl, irgendwie nackt durch die Walachei zu laufen. Und bin da gar nicht beruhigt.
Ja gut, das war also die erste Frage. Die zweite Frage, ich möchte, weil ich Sie dann auch gern zum Zuge kommen lassen will, aber die Frage muss ich doch schon stellen. Sie haben uns den Begriff Fairness nahegebracht und haben eigentlich an diesem Begriff Ihren ganzen Vortrag aufgehängt. Und in Ihrem Vortrag ist er natürlich auch drin vorgekommen, wenn Sie von unfairen Algorithmen reden. Ich muss ehrlich sagen, dass seit ein paar Jahren der Begriff Fairness für mich mit einer gewissen Schmerzgrenze verbunden ist. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil hochstehende Politiker ihn einfach so falsch benutzt haben. Und dabei ist mir deutlich geworden, dass der Eindruck, den ich bei Ihnen implizit hatte, als ob Fairness ein Naturgesetz ist, als ob Fairness etwas ist, was uns vorbewusst angreift, wenn es nicht erfüllt ist, und was einheitlich betrachtet werden kann und was nur standardisiert werden muss und dann sind wir alle glücklich. So ist es ja nicht. Sondern Fairness ist ja eigentlich aus meiner Sicht nicht, wenn jeder sein Recht bekommt, sondern wenn ich mein Recht bekomme. Und für jeden ist das auch so in gewisser Art und Weise. Fairness ist ein politisches Konstrukt. Wir haben jetzt Koalitionsverhandeln. Ja? Die Ampelkoalition wird einen anderen Begriff der Fairness umsetzen als eine Jamaika-Koalition. Also Fairness ist ein ausgesprochen liquides politisches Ding. Und Sie haben auch gesagt, dass die Algorithmen fair sein müssen. Da bin ich auch, weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Ich sehe schon die Trennung von dem Inferenzverfahren, das aus meiner Sicht völlig wertefrei ist. Und der Bias ist in den Daten, in den Trainingsdaten. Das heißt also, Fairness wird für mich durch die Referenzmenge kodiert. Ja, da müssen alle möglichen, sie hat ja so eine Referenzmenge mit den ganzen Ethnien drin. Aber wie die Referenzmenge jetzt aussehen, ist ein hochpolitisches Teil, das wahrscheinlich regional unterschiedlich sein muss, das auch von politischen Kräften abhängt. Ist diese Subjektivität des Fairnessbegriffs, wird die wirklich angemessen berücksichtigt in diesen ganzen Bestrebungen? Gut, wenn ich da gleich darauf antworten darf. Also ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass Fairness ein Naturgesetz ist. Ich habe sagen wollen. Das war mein Eindruck. Also das, oder ich meine, ich möchte sagen, dass es ein Naturbedürfnis gibt, fair behandelt zu werden. Ja? Also das ist ein Bedürfnis des Menschen. Aber die Bedürfnisse verschiedener Menschen sind nicht aliniert miteinander. Ja, aber das ist ja ein Stück der Kultur, der Gesellschaft, dass man die verschiedenen Bedürfnisse in den Ring wirft und dann in der Kommunikation zu einem guten Kompromiss findet. Das macht die Politik so und das machen wir in der Technik auch so und das machen wir in den Anwendungen so. So, und ich habe das Beispiel der Ethnien genannt, weil der natürliche Ansatz ist, oder der unmittelbare Ansatz, wenn man jetzt von unfairen Algorithmen hört, dann sagt man, naja, dann muss man die Trainingsmengen eben balancieren. Ja? Also ich muss genauso viele Männer wie Frauen haben. Dann könnte schon jemand die Hand heben und sagen, wie viel Transgender hast du denn in deinem Datensatz dabei gehabt? Also nur Männer und Frauen geht nicht. Ich muss genauso viel Kaukasische dabei haben wie Dunkelhäutige. Ja? Und dann habe ich das mal ein bisschen für mich reflektiert und habe gesagt, ja, das passt aber auch nicht, weil, wie gesagt, ich habe dann Randgruppen wie die Inuit oder die Samen. Ich kann die ja gar nicht repräsentativ in meinem Datensatz aufführen. Ja? Und die Frage ist auch, wäre das zielführend? Ja? Weil die kommen selten vorbei. Ja? Also ich denke, meine Frage ist, mit meinem Datensatz, mit meinen Trainingsdaten, die den Algorithmus irgendwie als Grundlage liefern, muss ich sozusagen die Wirklichkeit repräsentieren. Ja? Ich kann nicht da hingehen und sagen, ich habe jetzt besonders viele Gesichter von Strafgefangenen und die sind vielleicht von einer bestimmten ethnischen Gruppe, also nehme ich das mal als Trainingsdatensatz, weil ich da gut rankomme. Das wäre eben keine gute Praxis. Das würde ich als unfair bezeichnen. Ja gut, also Sie sagen jetzt, was Sie als unfair bezeichnen, aber dann ist man noch nicht klar, was Fairness ist. Also aus meiner Sicht ist die Definition von Fairness ein politischer Prozess. Danach muss eine Übereinkunft irgendwelcher Art getroffen werden. Die sind sehr schwierig, sieht man jetzt an Koalitionsverhandlungen. Und dann müsste es eine technische Möglichkeit geben, das, was da entsteht, abzubilden.
Auf die Algorithmen, Frau Hese. Ja, ich würde das gerne nochmal aus Perspektive der Ethik einbetten. Also Sie haben ja schon gesagt, der Begriff Fairness ist immer so in aller Munde. Aber Fairness ist eigentlich eine Verkürzung. Wir haben ja den Begriff der Gerechtigkeit. Und was wir halt finden, ist, dass in der Informatik jetzt immer von Fairness die Rede ist. Aber das ist eigentlich eine sehr starke Verkürzung des Konzepts. Also Gerechtigkeit, da gibt es, man sagt, austeilende und ausgleichende Gerechtigkeit. Also austeilende Gerechtigkeit bedeutet, wenn ich ein Stück Kuchen habe, dann kriegen alle das gleiche Stück Kuchen. Und ausgleichende Gerechtigkeit bedeutet, dass dann das Kind, das vielleicht ganz dünn ist, kriegt zwei Stücke und das Kind, was besonders dick ist, kriegt vielleicht nur ein halbes Stück oder das fleißige Kind oder so. Also man passt es an. Und das ist das, was Sie ja auch meinten. Aber wenn es um Fairness geht, jetzt gerade in Bezug auf Algorithmen, wird der Begriff eigentlich so verwendet, dass es um Chancengleichheit geht. Es geht nicht darum, dass alle genau gleich behandelt werden, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel den Samen hätten, der in Frankfurt bei der Passkontrolle unfair behandelt wird, dann muss dieser Mensch aber trotzdem die Chance haben, sich zu beschweren. Also da geht es gar nicht darum, das nur durch Rechenleistungen oder was fair zu machen, sondern das gesamte System, der Prozess muss fair sein, sodass ich selber darauf Einfluss nehmen kann und so, dass ich dann, wenn die Technik ein Problem hat oder einen Fehler macht, den zumindest ausgleichen kann. Also das ist fair. Wir werden nie absolute Fairness herstellen können, aber wir müssen uns immer bemühen, alle die gleichen Chancen zu geben, darauf selbst wirksam zu werden, selbst vorzukommen und sich zu beteiligen. Also würden Sie sagen, dass Chancengleichheit ein objektiver Begriff ist, der nicht politischen Diskussionen unterliegt? Nee, der ist auf keinen Fall objektiv, weil manche brauchen halt mehr, damit sie die gleiche Chance haben. Aber trotzdem müssen wir uns bemühen. Darum geht es ja immer, dass man bestimmte Werte setzt, bestimmte Ziele hat und verschiedene Methoden eben dann dahin zu kommen. Aber in der Gesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft ist es ja ein gegebener Standard, dass wir gleiche Chancen haben wollen, auch wenn nicht die Chancen gleich verwirklicht werden können. Dankeschön. Ich glaube, also mir hat es sehr geholfen, was Sie da eben gesagt haben. Mhm. Ja, ich möchte mal fragen, ob es hier im Saal Fragen gibt. Ja, da ist ein Herr. Wir haben hier flinke Leute, die Ihnen gleich ein Mikro unter die Nase halten, damit die Welt Sie auch versteht. Und dann freuen wir uns auf Ihre Frage. Und ich freue mich, dass ich die mal stellen kann. Mein Name ist Dieter Schmidt. Und uns wird sehr häufig verkauft, dass diese Überwachungsmöglichkeiten über Kameras in Bahnhöfen oder auf anderen großen Plätzen der Sicherheit dienen. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, dient das eigentlich nur der Vereinfachung der Polizeiarbeit. Denn es würde bisher noch kein einziges Verbrechen dadurch verhindert, dass man hinterher gesehen hat, wer das gemacht hat. Ja, bitte. Wenn ich da was zu sagen darf. The floor is open. Ich bin ja Akademiker und jetzt nicht Mitglied einer polizeilichen Institution, aber die Schule, auf der unsere Kinder waren, die haben aus welchen Gründen auch immer irgendwann Videokameras aufgehangen. Und als sie noch gar nicht im Betrieb waren, da gab es so einen Übernachtungsabend. Die Kinder haben da, die kleinen 10-Jährigen oder was, haben da in der Aula übernachtet. Und just zu dieser Zeit kamen Hooligans, die in der Schule Unfrieden stiften wollten. Die Lehrerin war geistesgegenwärtig und hat gesagt, die Kamera ist da oben schon in Betrieb, ihr werdet jetzt aufgezeichnet. Dann sind die Hooligans abgedreht. Das war Fake News, die waren noch nicht im Betrieb, aber sie haben geholfen, ein sehr unerfreuliches Erlebnis für diese Kinder zu verhindern. Das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung. Wie das jetzt kriminalstatistisch ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass in den traurigen Augenblicken, in denen wir über diese Terrorangriffe lesen oder davon hören, wie jetzt auch wieder in Norwegen, wir sehr hohe Erwartungen an die polizeilichen Leistungen haben. Also das ist eine gesellschaftliche Frage, ob wir diese Kameras haben wollen. In London hängen sehr viele davon. Als ich erstmal da war, hat mich das abgeschreckt, muss ich wirklich sagen. Aber wenn wir beschließen als Gesellschaft, wir wollen keine Kameras haben, das wird ja auch mitdiskutiert, dann muss man eben auch in der Konsequenz sagen, wenn dann eben bestimmte Angriffe passieren, hat man weder eine Abschreckungsmöglichkeit, noch hat man hinterher eine Aufklärungsmöglichkeit. Das ja. Mikro bitte, kleinen Moment. Das Mikro kommt nochmal.
habe gerade in letzter Zeit im Internet sehr viele Bösewichte gesehen, die aufgenommen worden sind von einer Kamera. Einer, der eine alte Frau eine Treppe runtergeschubst hat, einer, der einen Obdachlosen anstecken wollte. Die Taten sind alle schon passiert. Was nützt mir das anschließend? Und dieses Argument, dadurch wird es sicherer, ist doch Humbug. Also ich würde mal sagen, eine nicht passierte Tat festzustellen, ist relativ schwierig. Ja? Also insofern würde ich dem Argument von Herrn Busch doch schon eine gewisse Bedeutung beimessen. Hier ist noch mal eine Frage. Gibt es Ihres Wissens nach Evidenz, dass das funktioniert? Schreckt es ab? Da kann ich vielleicht gerade was zu sagen. Also ich habe mich tatsächlich auch viel wissenschaftlich schon beschäftigt mit dem Thema Videoüberwachung. Und es ist so, dass es einen Abschreckungseffekt gibt, genau an dem Ort, wo dann auch die Kamera steht. Aber es gibt dann entsprechend dann auch die Verdrängungseffekte. Also solche Formen der intelligenten Videoüberwachung oder auch Videos insgesamt, muss ja nicht immer intelligent sein, werden ja meistens auf den öffentlichen Plätzen und solchen Hotspots von Kriminalität aufgestellt. Und da kann man schon sehen, dass natürlich dann der Junkie, der dann dealt, möchte dann nicht dabei gefilmt werden, der macht das dann eben in der Querstraße eins weiter. Also es ist nicht so, dass die insgesamt die Kriminalität reduziert wird. Man sieht also eindeutig diese Verdrängungseffekte. Aber an den Stellen, wo die Kameras stehen, gibt es teils weniger Kriminalität. Aber wir haben auch den Effekt, wenn Sie zum Beispiel daran denken, unsere ganzen S-Bahnen, Busse inzwischen sind auch schon mit Videoüberwachung ausgestattet. Und da haben wir dann trotzdem auch gewalthaltige Übergriffe. Die werden dann halt gefilmt und man kann sie besser aufklären. Was will ich auch nicht mindern. Also das ist natürlich sehr wichtig, auch gerade für eine demokratische Gesellschaft, dass man Verbrechen aufklärt und dass es auch so eine Art gerechte Strafe gibt und so weiter. Aber aus der gesamten Forschung, die mir bekannt ist, gibt es keine Verringerung von Kriminalität insgesamt, sondern eben nur Verdrängungseffekte. Vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Heimatstadt. Da gibt es jetzt auch in den Straßenbahnen Videokameras und die kommen jetzt meines Wissens nicht auf Betreiben der Polizeibehörden da rein, sondern auf Betreiben der Mitarbeiter, die dort tätig sind, weil die sich eben unsicher fühlen nach den entsprechenden Ereignissen ohne eine solche Infrastruktur in den Bahnen, die sie des Nachts fahren. Ich möchte mal eine Frage aus dem Internet stellen. Ich muss dazu sagen, dass ich die selbst nicht so richtig verstehe, aber ich werde sie vorlesen. Gibt es Möglichkeiten, biometrische Verfahren zu manipulieren und sich damit vor Missbrauch zu schützen? Also die Manipulation von biometrischen Verfahren für Missbrauch, die ist mir eingängig. Aber als Schutzmaßnahme, das ist die Frage hier. Ja, das gibt es und das ist auch ganz einfach. Also nehmen wir nochmal das Beispiel China und wir haben in China, das hat Frau Hesen ja sehr schön ausgeführt, die Situation, dass die Gesichtserkennung eben auch mit diesem Social Scoring verbunden wird. Jetzt ist das Vergehen der roten Ampel vielleicht ein kleines, das sicherlich unangenehmere Vergehen ist, wenn man in Hongkong als Teilnehmer einer studentischen Freiheitsmeinungsäußerung erkannt wird. Das führt wahrscheinlich zu deutlich drastischem Absinken in diesem Scoring-Level. Ja, und was ist die Möglichkeit, dieser Erkennung zu entgehen? Das sind die Gesichtsmasken, die übergezogen werden. Sie kennen diese Anonymous-Masken, das ist sozusagen der ganz plakative Ansatz. Und das ist auch Gang der Dinge, dass eben Kriminelle, die jetzt beispielsweise eine Bank überfallen, nicht mehr die klassische Strumpfmaske anziehen, sondern eine Silikonmaske, die vielleicht ein anderes Gesicht trägt, dann entziehen sie sich der biometrischen Erkennung. Da habe ich eindeutig zu kurz und gerade ausgedacht. Dankeschön. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Dort ist jemand. Kilian, Universität Hannover. Ich habe eine Frage. Welche Rolle billigen Sie dem Datenschutz im Rahmen der Biometrie zu? Das Thema ist ja Persönlichkeitsrechte. Von den Rechten habe ich wenig gehört, bis auf zwei Bemerkungen. Einmal informationelle Selbstbestimmung und zweitens Privacy by Design. Ist das wirklich eine angemessene Technik,
Denn biometrische Verfahren sind ja Konsequenzen, technische Konsequenzen der IT-Entwicklung. Die wird es auch geben. Die sind auch wertvoll, in bestimmten Bereichen sehr nützlich, zum Beispiel Medizin. Aber wie auch hier erwähnt wurde, in China wird das ganz anders instrumentalisiert. Hat der Einzelne überhaupt da Möglichkeiten noch oder muss das nicht auf einer ganz anderen Ebene geschehen? Das heißt, systematische Wahrnehmung von Interessen nicht bei dem Einzelnen. Deshalb meine Frage, ist ja Bezug genommen worden auf Artikel 9 beispielsweise, geht das überhaupt mit Datenschutz noch oder brauchen wir ganz andere Mechanismen? Genau, ich glaube, die Frage geht an mich. Sie schauen mich auch direkt an. Ich würde auch gerne darauf antworten. Ja, bitte. Privacy by Design ist ein Thema, was mich schon seit vielen Jahren umtreibt. Und das war auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung so. Und die technische Antwort auf diese Erwartung der einzelnen Person, dass die Referenzdaten geschützt sind, nennen wir Biometric Template Protection. Also ich hatte vorhin über diese Referenzdaten gesprochen, die ich irgendwo abspeichern muss. Also im Pass liegt das Bild mehr oder weniger im Klartext, das ist nicht verschlüsselt. Ja. Liegen biometrische Bilder in einer Datenbank im Klartext? Hoffentlich nicht, das wäre eine ganz schlechte Idee. Es gibt westeuropäische Regierungen, die haben von ihren Mitarbeitern Millionen von Fingerbildern im Klartext auf einer Datenbank hinterlegt, bis dann diese Datenbank durch Hacker angegriffen wurde und ein großer Teil, man schätzt so 50-60% dieser Fingerbilder abgeflossen sind. Das ist ein kapitaler Unfall eines biometrischen Systembetreibers. So, was will ich damit sagen? Das ist vom Design schlecht gewesen und sicherlich vom Design nicht kompatibel mit unseren Erwartungen Privacy by Design. Was wir machen, was wir forscht haben, was wir auch propagieren, ist, biometrische Referenzdaten zu transformieren. Also das kennen Sie aus Ihren Passworten. Die Passworte werden auch nicht im Klartext in der Datenbank abgelegt, sondern wird ein Hashwert über diese Daten, über diesen String gelegt. Und so kann man das natürlich mit biometrischen Daten auch machen. Ist ein bisschen komplizierter, dauert länger, bis ich das erklärt habe. Aber im Grunde haben Sie in einem verschlüsselten Raum eine biometrische Referenz. Und wenn Sie dieses Datum entwenden würden als Angreifer, haben Sie nichts gewonnen. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil dazu. Wenn die Datenbank entwendet wird, kann man dieses Referenzdatum zurückrufen. Das ist ja etwas, was wir gang und gäbe erwarten bei dem PIN-Code. Ja? Wenn wir jetzt unsere Kreditkarte verloren haben, kriegen wir eine neue Kreditkarte und der alte PIN-Code hat keine Bedeutung mehr. So, und diesen Ansatz, dass wir mit Privacy Enhancing Technologies nennen wir, also mit Transformationsverfahren, mit Homomorphic Encryption, dass wir die Referenzdaten schützen, sodass sie, wenn sie entwendet werden, kein Schaden bei der betroffenen Person entsteht, das ist mir ein Anliegen. Und dazu gibt es technische Ansätze. Das führt jetzt ein bisschen weiter, bis man das erklärt hat, aber das ist technisch machbar. Vielleicht kann ich dazu auch gerade was sagen. Ja, also im Datenschutz geht es ja letztendlich um Freiheitsrechte. Das ist ja ein Recht, das umgesetzt wird, auch auf technischer Ebene, um unsere Freiheiten als Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Aber das ist natürlich, das Datenschutzrecht ist sehr, sehr weitgehend und ist ja tatsächlich auch eine Quelle, zum Beispiel jetzt für diesen neuen EU-Regulierungsvorschlag, aus dem ich vorhin zitiert hatte, wo ja tatsächlich die biometrische Fernerfassung als Hochrisikotechnologie, die verboten werden müsste, eingeschätzt wird. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, dass man Privacy by Design macht oder bestimmte Dinge datenschutzkonform regelt, sondern es geht tatsächlich auch um Verbote in diesem Bereich zumindest. Und es gibt ja in Europa und auch jetzt hier in Deutschland schon eine sehr starke Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass tatsächlich zu einer sehr starken Einschränkung kommt die biometrischen Erfassung, also zum Beispiel Algorithm Watch hier in Deutschland, die auch international tätig sind. Und das ist auch nicht ohne Grund. Also wir haben ja häufig das, wir nennen das in der Ethik das Problem der schiefen Ebene, Slippery Slope Problem. Wenn Sie die Technologien der biometrischen Fernerfassung oder auch insgesamt Biometrie demokratisieren, in die Bevölkerung hineintragen und wir alle letztendlich dazu in der Lage sind, solche Systeme zu benutzen und da
dem Weg sind wir ja. Dann haben wir, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdige Zustände. Es ist dann zum Beispiel möglich, dass ich jetzt hier ins Plenum fotografiere und mir dann zeigen lasse, wer jeder einzelne von Ihnen ist und was Sie alles zum Beispiel schon im Internet veröffentlicht haben. Und diese Arten der Anwendung sind so problematisch oder vielleicht sogar auch ein bisschen unheimlich, dass selbst die großen Player, also wie jetzt zum Beispiel Google, die machen das aktiv nicht. Also es gibt ja die entsprechende Bilderkennungssoftware von Google, Google Lens zum Beispiel, die Sie in den ganz normalen, die haben Sie alle auf Ihrem Handy, wenn Sie die aktivieren. Da können Sie sich alles zeigen lassen, was auf einem Bild zu sehen ist, aber es werden keine Menschen identifiziert. Das heißt, die haben sich aktiv dagegen entschieden, das zu tun, was technisch natürlich möglich ist. Und ich glaube, wir müssen das schon auch zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, auch bei aller forensischen tollen Möglichkeiten, die es natürlich gibt, aber wie wir da zu einer ausgewogenen Abwägung kommen der Chancen und Risiken, und da muss es sicherlich über den Datenschutz hinaus auch an einigen Stellen, muss Nein gesagt werden und es muss gesagt werden, das können wir nicht technisch umsetzen, weil wir dann eben das Problem haben, dass wir diese Anwendung demokratisieren und alle wild nur noch, dass wir uns alle gegenseitig identifizieren und so letztendlich unsere Freiheitsrechte auch nehmen. Ja, nächste Frage. Bernd Semmelrogge, ich würde da ganz gerne anknüpfen an diese Frage, an diesen Baustein. Und zwar habe ich den Eindruck, dass die biometrische Forschung ja offenbar sehr dynamisch sich entwickelt und neue Erkenntnisse und Möglichkeiten eröffnet und der Schutz der personenbezogenen Daten eventuell stagniert. Ich nehme da Bezug auf Artikel 8 der Europäischen Grundrechtecharta, der enthält ja sozusagen die Schutzrechte der Personendaten und enthält auch 3 oder 4 Definitionen von Ausnahmen, wann sozusagen in diesen Schutz der personenbezogenen Daten eingegriffen werden kann. Sehen Sie sozusagen in diesem Auseinanderklaffen eines sozusagen weiteren Fortschrittes der biometrischen Forschung und diesem gewissen Status quo der Grundrechtecharta, die ist, glaube ich, von 2000, also immer schon gut 20 Jahre alt, sehen Sie da ein Problem? Müsste man da nicht sozusagen rechtlich nachbessern und eben nicht nur sozusagen in Fachgesetzen dieses Schutzvolumen ausbauen, sondern eben auch an die obere Kante gehen, also sprich Grundrechtecharta auf europäischer Ebene nachbessern? Und wenn ja, gibt es da Entwicklungen, die Ihnen bekannt sind? Also ich bin kein Jurist, insofern bin ich an den Weiterentwicklungen der Grundrechtekarten jetzt nicht involviert und bin da nicht firm drin. Was ich auf dem Schirm habe, ist natürlich die Weiterentwicklung jetzt des AI-Acts, aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir ja schon. Also ich bin auch nicht ganz der Meinung, dass man sagt, die technischen Maßnahmen zu den Schutzrechten sind stagnierend. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich greife nochmal das Thema Homomorphic Encryption auf. Was ist das? Homomorphic Encryption ist das Verschlüsseln eines Datensatzes, bei uns jetzt eines biometrischen Referenzdatums, in einen kryptografischen Raum, das mir eine Operation, also eine Vergleichsoperation in diesem gesicherten Raum mit Postquantum-kryptografischer Sicherheit liefert. Ja? Ich habe zum ersten Mal vor 10 Jahren von diesem Konzept gehört und ich dachte, das ist ja vielleicht eine theoretische Idee von den Kryptografen, aber das ist praktisch nicht umsetzbar. Ich lag falsch mit dieser Annahme. Ja, seit 4, 5 Jahren gibt es biometrische Systeme, die das können. Das finde ich einen riesen Fortschritt, weil man jetzt wirklich auf kryptografische Algorithmen vertrauen kann, die nachhaltigen Schutz bieten. Finde ich einen ganz wesentlichen Fortschritt. Also insofern sehe ich da durchaus Entwicklungen. Die Grundrechte, die wir haben, sind aus meiner Sicht klar formuliert in der Charta, die Sie genannt haben, in der Datenschutzgrundverordnung, in Declaration of Human Rights. Wir haben ein Recht auf Privatheit, wir haben ein Recht auf vertrauliche Kommunikation. Das sind Grundrechte, die wir auch nicht aufgeben können und auch nicht aufgeben müssen. Jetzt Thema, da greife ich auf das vorletzte Statement des Verbotes, ja. Wäre es eine Steigerung unserer Grundrechte, wenn wir bestimmte Dinge verbieten? Das können wir ja mal gedanklich durchspielen. Ja? Was wollen wir verbieten? Wollen wir die Technologieentwicklung
verbieten. Naja gut, es gibt in Deutschland jetzt vielleicht 100 Leute, die sich in Forschung und in der Industrie um das Thema biometrische Erkennung kümmern. Die 100 Leute werden einen anderen Arbeitsplatz finden. Das ist, glaube ich, nicht so relevant. Wollen wir den Forensikern verbieten, dass sie das benutzen? Können wir auch machen, ja? Mit den Konsequenzen, die ich vorhin aufgezeigt habe. Wollen wir das Szenario, dass jemand alternativ zu Google mit einem Produkt auf den Markt kommt, wo er ein Bild aufnimmt und dann können Sie jetzt feststellen, ja, das ist der Christoph Busch, weil den gibt es irgendwo im Internet. Wollen wir diese Dienstleistung verbieten? Das können wir machen, aber wir leben in einer globalen Welt. Also wenn Sie jetzt ein Foto von mir machen und Google oder Amazon als westlich inspirierte Unternehmen diese Dienstleistung nicht anbieten und Sie sagen, ich will aber wissen, wer das ist, dann gehen Sie wahrscheinlich zu einem Anbieter in China und das, so weit müssen Sie gar nicht gehen. Da gibt es diese Clearview-Betreiber auch aus USA, die haben also, ich glaube, 5 Milliarden Menschen in ihrer Datenbank. Das ist die größte Datenbank, die es gibt. Also, was ich sagen will, ist, dass wir, wenn wir die Grundrechte anders formulieren, schärfer formulieren, erreichen wir dann das Ziel. Also ich glaube, wir haben einen Konsens, dass wir bestimmte Dinge nicht wollen. Und meine Vermutung ist, dass wir sie durch Verbote und dass wir sie durch veränderte Grundrechte nicht besser erreichen können. Ich will noch mal eine Frage aus dem Internet stellen. Und zwar ist das wohl eine Reaktion auf etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben die biometrischen Daten den Passwörtern gegenübergesetzt, haben gesagt, ein Passwort kann man schön austauschen, in Biometrie nicht so. Ja. Und hier fragt Rudolf Mieschner vom Internet, wenn biometrische Daten im Internet öffentlich werden, sind diese verbrannt. Ist es nicht besser, Passwörter und Codes zu verwenden, die man neu definieren kann? Ja, wie gesagt, ist das nicht ein gravierender Nachteil von biometrischen Daten? Ja. Also es gibt sogenannte flüchtige biometrische Daten, das das Lichtbild ist etwas, würde ich sagen, das ist ein flüchtiges Datum. Ja? Sie können jetzt von mir ein Lichtbild machen, Sie können auch im Internet recherchieren, da finden Sie viele Lichtbilder von mir. Ja? Wenn Sie jetzt dieses Lichtbild vor einen biometrischen Sensor halten und damit Zugang bekommen, dann hat der Betreiber dieses biometrischen Sensors ein Problem. Das ist das, was ich vorhin auf der Folie hatte als Presentation Attack. Ja? Das ist ein Angriff auf die Sensorik. Das heißt, die Sensorik muss besser werden, damit Sie das ausgedruckte Bild oder das Tablet oder die Silikonmaske erkennen kann und abweist. Ja? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich solche biometrischen Daten, die jetzt vielleicht nicht flüchtig sind, wie die Fingerabdrücke oder das Irismuster, dass ich das eben nicht im Klartext im Internet speichere. Warum sollte ich das tun? Also da hat jemand wirklich Aber dann... Aber es ist ja passiert. Passiert und das habe ich ja vorhin auch kritisiert, das sind Fahrlässigkeiten eines Systembetreibers, dass er Daten ungeschützt auf seinem Server hinterlegt nach dem Motto, da wird schon keiner einbrechen. Das ist sehr kurz gedacht. Aber das ist doch dann irreversibel, oder? Mit der Iris kann man nichts mehr anfangen. Na, so würde ich das nicht sehen. Auch bei der Iris ist es so, wenn Sie ein, jetzt sagen wir mal, nehmen das Iris-Muster, Sie hätten jetzt meine Iris, Sie drucken die auf eine Kontaktlinse, Sie ziehen diese Kontaktlinse auf. Auch da ist es natürlich so, dass wir Sensoren haben, die dann Kontaktlinsen detektieren können und sagen, okay, man muss die Sensorik verfeinern. Man muss die Sensorik verfeinern, genau, das ist der Punkt dabei. Okay. Ja. Da ging noch eine Hand hoch. Ich will nachher noch mal ein bisschen zur Forschung kommen. Ja, ich frage mich, ob wir hier nicht wieder von unseren westlichen Maßstäben ausdenken. Ich war sehr viel in China, wir hatten beruflich viel zu tun und dort wird anders gedacht. In der DNA sind schon ganz andere Dinge verankert als bei uns durch unsere Kultur. Und wir wissen auch, warum die Seidenstraße gebaut wird. Nicht damit der Warenverkehr einfacher läuft, sondern die Chinesen sagen auch frank und frei, wir wollen die Doktrin in den Westen bringen. Und da frage ich mich, ist unser westliches Denkmuster ja vielleicht zu klein, das wir hier einbringen? Ich
Ich kann dazu gerne noch was sagen. Oder haben Sie gerne, ich glaube, das ist keine technische Frage. Also würde ich hoffen, dass Sie. Ja, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Input. Also nochmal nach der internationalen Dimension zu fragen, wo man ja auch sehen kann, dass es unterschiedliche Wertvorstellungen gibt. Jetzt übrigens auch in Bezug auf den Datenschutz in vielen Ländern Afrikas hat man ganz andere Vorstellungen in Bezug auf Privatheit. Das ist ein ganz anderes Konzept. Also ja, aber ich möchte trotzdem noch mal gerade vor dem chinesischen Hintergrund, ich kenne mich damit sicherlich nicht so gut aus wie Sie, habe ich nur mit vielen Leuten noch unterhalten, die in China aktiv waren, auch als Korrespondenten zum Beispiel. Und diese Geschichte, dass jetzt das Social Scoring System so gut ankommt in China, das kann man ja auch darauf vor dem Hintergrund bewerten, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also es gibt ja Stimmen, die sagen, wir haben in China so ein starkes Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger untereinander. Wir haben also viele Chinesinnen und Chinesen, die enttäuscht sind, also die überhaupt kein Vertrauen haben, entweder weder in ihre Nachbarn noch in den Staat. Und die sind so auf der Suche nach neuen Normen und wollen wieder einen neuen Standard haben, dass diese Überwachungstechnologien letztendlich begrüßt werden, so als Volkserziehungsgedanke, um damit wenigstens irgendein Standard passiert und nicht eine große Übervorteilung stattfindet oder ein schrecklicher Straßenverkehr, wo viele totgefahren werden und so weiter. Also das ist sozusagen ein System, das schon so viele Defizite hat, dass man das gar nicht vergleichen kann, also in Bezug auf Datenschutz und unsere Vorstellungen davon. Das ist kulturell anders, sagen wir mal, gerahmt, also ohne dass es jetzt so klingen soll, dass wir jetzt immer der Weisheit letzter Schluss also hätten und dass die Chinesen das jetzt genauso machen müssten wie wir, aber man muss sich vor Augen halten, wie eine Gesellschaft eigentlich in dem Augenblick gerade aussieht, wo dann so eine Technologie reinkommt. Und bei uns ist es vor allen Dingen darum, um Freiheitsrechte zu garantieren. Und für China sieht es, glaube ich, an manchen Stellen so aus, dass Freiheitsrechte erst gewonnen werden sollen oder Sicherheit soll vor allen Dingen gewonnen werden durch biometrische Datenerfassung zum Beispiel oder ein Social Scoring System. Zumindest ist die Erwartung da. Und bei uns wird das eher als Verlustgeschichte gesehen. Also ständige Überwachung führt eben dazu, dass wir uns weniger frei fühlen oder auch weniger sicher. Manche zumindest von uns. Kleinen Moment, einfach bis das Mikro da ist. Vielleicht noch hinzufügen, Sie haben ein anderes Verständnis von Freiheit und Menschenrechten und Moral. Und das wird ja auch im Moment diskutiert, warum wir meinen, wir müssen unsere Maßstäbe nach China bringen, so wird es nicht gehen, wenn ich das mal so sagen darf, das ist nicht mein Eindruck, sondern die Maßstäbe werden zu uns hier rüberkommen und wir wissen nicht, wie wir damit zurechtkommen werden. Ja, wollen Sie? Ich meine, das ist ein Gedanke, der mich auch oft bewegt. Ich meine, wir haben uns für eine globale Welt entschieden. Ja? Es gab lange Zeit aus unserer Region das Bemühen, Dinge zu exportieren, ich meine jetzt nicht nur materielle Dinge, sondern auch Kultur zu exportieren. Und das, was Sie skizzieren, ist, dass wir in Zukunft Dinge importieren werden. Ja? Das ist jetzt auch nichts Neues. Also wenn ich mir überlege, wie viel Dinge wir aus USA in den letzten 50 Jahren importiert haben, ich möchte es auch mal nicht bewerten, aber wir haben viele Dinge importiert und wahrscheinlich werden wir im nächsten Jahrhundert viele Dinge aus China importieren. Ja? Und da müssen wir gucken, und das erfordert sicherlich auch ein Vorausdenken, wo wollen wir auch Grenzen setzen, ja? Also wo wollen wir sagen, also bestimmte Dinge wollen wir auch gerne übernehmen, aber andere Dinge, da geht es an unsere Grundfeste oder Grundrechte, die wollen wir gar nicht verändern, ja? Und das ist jetzt nicht nur der Datenschutz, Sie haben aber ein anderes Verständnis. Dann, ja? Also ich habe früher viel Mühle gespielt und da gibt es eine Situation, da weiß man nicht, macht man so oder so, beides ist falsch. Ja? Mhm. Und wir haben die Chinesen kennengelernt als ein Volk der Strategen. Die haben eine Strategie für 20, 30 Jahre vorweg und die ziehen sie durch, ohne dass wir es praktisch merken, will ich mal so sagen. Und ich befürchte wirklich, dass die Doktrin, das sagen sie auch ganz offen, ja, die sie zu uns rüberbringen wollen, dass die uns in einen Zuchtzwang bringen, wir können so nicht und so nicht. Also ich sehe nicht, dass wir was rüberbringen werden von unseren Maßstäben oder von unserem Ideal von Freiheit. Ich sehe es aber andersherum, dass wir vielleicht gar nicht anders können. Ja, und es schnürt mir fast die Luft ab, muss ich sagen, wenn ich diesen Gedanken sehe. Ne? Ja, das ist eine Sorge, die ich teile. Aber vielleicht generell dazu, weil Sie schneiden ja einen wichtigen Punkt an, nämlich dass es so eine gewisse technologische Vorherrschaft gibt und wir dann in Zugzwang sind. Also Sie haben das ja auch gerade schon gesagt, wenn wir das nicht machen, dann machen es die anderen. Also generell dazu, es geht ja letztendlich um
Pluralismus und es geht auch um das, was jetzt zum Beispiel in der Politik auch digitale Souveränität genannt wird. Also es geht darum, dass wir auch eine Eigenständigkeit haben in der Entwicklung von Technologien, die wir dann auch zum Beispiel wertgeprägt entwickeln können. Und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwo auf der Welt auch Technologien sind, die andere Werte verfolgen, aber wir können zumindest frei entscheiden, was wir wählen wollen. Also nur wenn es woanders Systeme gibt, die bestimmte Werte anders denken oder anders vorgeben, heißt es ja nicht, dass wir unsere aufgeben müssen. Ja? Also wenn alle Leute immer bei Rot über die Ampel gehen, dann heißt es noch lange nicht, dass es keine Ampeln mehr geben soll, also um das nochmal zu illustrieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen können, in Europa stellen wir Technologien her im Bereich IT, Digitalisierung, die wirklich konkurrenzfähig sind mit China oder auch im Vergleich zu den USA. Und dass wir dann eben nicht in diese Verlegenheit kommen, zu sagen, jetzt müssen wir jetzt aber diese Samsung-Geschichten benutzen, weil die sind eben viel besser als das, was wir hier in der Europäischen Union herstellen. Und das ist ja das, was auch gerade stark diskutiert wird und was aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig ist, dass wir eben Wertpluralität haben, aber diese Wertpluralität muss sich auch in der Pluralität der technischen Angebote eben widerspiegeln. Herr Busch. Darf ich gerade noch mal ergänzen zu dem Stichwort Souveränität, weil das finde ich ganz toll und das passt auch zu dem vorherigen Thema. Ja? Also wenn wir hier Verbote einführen, kommen Produkte aus China hierher. Wenn wir aber Souveränität behalten, ja, und jetzt gehen wir mal zurück zur biomedischen Technologie, wenn wir sagen, wir setzen europäische Technologie ein, wo ein Datenschutzbeauftragter, ein Ethikbeauftragter, ein Fairnessbeauftragter in das Labor gehen kann und sagen kann, mach mal den Algorithmus auf, ich will mal sehen, wie der arbeitet, ich will Transparenz haben, dann können wir es in einem souveränen Szenario herstellen. Wenn wir aber Technologien aus China importieren, können wir das nicht mehr. Und wenn ich das jetzt mal generalisiere, ist eine separate Diskussion, ja, wenn wir Netzkomponenten aus Europa... Sie denken an 5G, ne? Dann können wir das bei eigenen europäischen Produkten inspizieren, aber was mit Technologie, die aus dem Ausland kommt, die aber das nicht ja, ins Source Code offenlegen. Das ist ja möglicherweise schon ein Beispiel für den Druck, den die Dame anspricht, ja. Dass ja viele Leute sich offensichtlich unter dem Zuzwang sehen, die chinesische Technologie einführen zu müssen, aus technischen und wirtschaftlichen Gründen. Ja, also wie gesagt, das ist das, was Sie meinen, ne? Das ist jetzt persönlich meine ich, glaube, dass man mit einer europäischen Technologie besser beraten ist, ja? Aus Transparenzgründen. Ich will ja gar nicht sagen, dass die technisch besser ist, aber man hat eine größere Chance als Betreiber oder als Schutzbeauftragter, die Transparenz einzufordern und eben unter die Haube zu schauen, ob das jetzt Biometrie oder 5G ist, was auch immer. Ich nehme hier noch mal eine Frage an, dann möchte ich noch mal zur Forschung kommen. Ja, Michael Klasen, Hochschule Hannover. Sie sprechen hier von Transparenz, aber gerade bei diesen künstlichen neuronalen Netzwerken haben wir die ja gerade nicht. Wir können ja nicht in diese Blackbox reinschauen. Das ist ja ein grundsätzliches Problem an dieser Stelle, glaube ich. Und zum anderen glaube ich nicht, dass wir so die Wahl haben, auf europäische Konkurrenz zu setzen, da wir einfach abgehängt sind. Ich meine, das sind Winner-Takes-it-all-Märkte. Der eine Große, der hat die besten Daten, der hat die größte Datenbasis und damit das beste Produkt. Da werden wir nicht einfach als Europäer ein Produkt nachschieben können. Das wird einfach nicht funktionieren. Gut, wenn ich gerade mal zu dem ersten Punkt was sagen darf. Vor 25 Jahren habe ich meine Dissertation geschrieben. Da ging es auch schon um Backpropagation-Netzwerke. Also damals hieß es auch schon irgendwie AI, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was wir heute gemacht haben. Und mein Verständnis war damals, das ist eine Blackbox, die kann ich trainieren mit den Daten und kommt irgendeine Entscheidung raus. Und das war in der Tat für mich Blackbox. Was jetzt aber heute passiert, ist, dass wir versuchen, die Entscheidungen von Deep Learning-Verfahren auch nachvollziehbar zu machen und zu identifizieren, welche Layer, welche Knoten, welche Neuronen denn welche Informationen kodieren. Ja, das ist eine ganz interessante Thematik, weil man dann beispielsweise identifizieren kann, welche Bereiche in dem Netz sind jetzt für Gender zuständig, welche sind für das Alter zuständig und. Ja, das ist ein ganz frühes Stadium, aber diese Transparenz herzustellen, ist möglich.
Und wenn Sie sich mit Neurowissenschaftlern unterhalten, die die Hirnrinde analysieren, die wissen auch, in welchem Bereich welche Aktivierung für welche Körperfunktion oder für welche Sinneswahrnehmung da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein ganz Blackbox ist. Das ist eine Box, die grauer wird und vielleicht dann irgendwann weiß wird. Das ist auch ein sehr aktiv bespieltes Gebiet. Das hat einen extra Begriff, Explainable AI. Genau. Und wird oft ins Feld geführt als eine der Lösungsmöglichkeiten, um auch Biases rauszunehmen. Genau. Weil man sie dadurch nämlich verstehen kann. Genau. Ja, ich möchte noch, das ist ja hier eine Leopoldina. Es gab einen zweiten Teil der Frage, der war... Europa ist aufgeschmissen. Europa ist aufgeschmissen, weil es keine Daten hat, um biometrische Identifikationssysteme zu trainieren oder zu testen. Auch das war meine Meinung bis vor 5 Jahren. Und ich hatte versucht, über verschiedene Datenschutzvereinigungen an Stakeholder in Europa heranzutreten und zu sagen, also für Forschungszwecke, mindestens für Testzwecke, müssen wir doch große Datenbanken aus den operativen Betrieben bereitstellen. Es muss ja gar nicht so sein, dass die Datenbanken zu den Hochschulen gehen. Es kann ja sein, dass die Algorithmen zu den Datenbanken wandern und wir dann dort trainieren oder dort testen. Das ist unmöglich. Also GDPR erlaubt das nicht. So, mittlerweile haben wir aber bei der Produktion von synthetischen biometrischen Daten so viele Fortschritte gesehen. Also Sie kennen vielleicht diese Webseite This Person Does Not Assist. Das sind diese Stylegun-Systeme und da können Sie ganz tolle synthetische Lichtbilder produzieren. Und das ist auch ein Teil jetzt unserer Forschungsarbeit, dass wir eben da sozusagen Paare von Lichtbildern, dass wir Alterungen simulieren wollen. Naja, und wenn ich dann Millionen von synthetischen Lichtbildern produziert habe, dann kann ich auch wieder Identifikationssysteme damit verbessern, Workload Reduction machen und so weiter. Ja? Also durch das Zuspielen dieser synthetischen Lichtbilder oder der Verfahren, die synthetischen Lichtbilder zu erzeugen, haben wir einen Riesengewinn gemacht und können hoffentlich zu einem guten Stück weit auf die realen Lichtbilder verzichten. Ja, schönen Dank. Ich werde jetzt mal einen kleinen Cut machen. Und das heißt ja hier Leopoldina Lecture Herrenhausen und Leopoldina ist eine Wissenschaftsakademie und da möchte ich doch nochmal auf die Forschung eingehen und möchte 2 Fragen stellen. Die erste ist, und das treibt uns auch im gemeinsamen Ausschuss natürlich um, was ist verantwortungsvolle Forschung? Wie forscht man verantwortungsvoll? Und die zweite Frage ist, wenn wir denn über die erste Frage einen gewissen Konsens erreicht haben, wie versetzt man die Forscher und Forscherinnen in die Lage, verantwortungsvoll zu forschen? Es ist also eine Ausbildungsfrage. Wie bringe ich die Dinge, über die wir hier reden, in die Ausbildung, ins Studium? Zur verantwortungsvollen Forschung möchte ich einfach ein plakatives Beispiel nennen. Es gibt ja das Gebiet des Psychological Targeting. Das hatten Sie, glaube ich, auch angesprochen, möglicherweise beide. Dass man aus Twitter-Streams, ich hatte das Lesen von Büchern genannt, aus Social-Network-Streams, aus Gesichtern, Charaktere und psychologische Traits, psychologische Neigungen ablesen kann mit einer beängstigenden Genauigkeit. Es gibt da einen Forscher in Stanford, Michal Kosinski, der diverse Dinge darüber geschrieben hat. Und eins der Papiere, das wohl am ehesten den Charakter einer Tellermine hat, ist dieses Papier, in dem er nachgewiesen hat, dass man mit ziemlich fußläufigen Maschinenlerntechniken aus einer Gesichterdatenbank die sexuelle Präferenz desjenigen, der dieses Gesicht hat, mit einer Genauigkeit entnehmen kann, inferieren kann, die der eines menschlichen Urteilers weit übersteigt. Und meine Frage ist jetzt, wie ist eine solche, das ist Grundlagenforschung und das, wenn man das Paper liest, das ist eine reine Grundlagenthematik, sind diese Signale im Gesicht drin? Das war die Frage, die Sie sich gestellt haben. Und es war auch ein Teil der Motivation, darauf geht das Papier auch ein,
Bewusstsein zu wecken, einen gewissen Alarmismus einzusetzen. Ja? Also auweia, da können ja ganz schlimme Sachen mitgemacht werden. Aber auf dem Wege bringt er selbst diese Technologie voran. Wir haben diese entsprechende Forschung auch im Bereich der Cybersicherheit, wo eigentlich die Leute, die die Cybersicherheit beforschen, diejenigen sind, die die Durchbrüche von den Systemen erzeugen, um dann hinter zu zeigen, guck mal hier, geht nicht. Ne? Also da ist eine gewisse Dualität da und da interessiert mich einfach Ihre Meinung, wie eine solche Forschung einzuordnen ist. Und man kann nicht eindeutig sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Das ist sehr janusköpfig und ist Gegenstand vieler Diskussionen. Deswegen, vielleicht können Sie Ihre Meinung dazu äußern. Das ist für mich so ein Beispiel, so ein Lackmustest darüber, wenn ich selbst ein verantwortungsvoller Forscher sein will, dann muss ich mir über solche Sachen Gedanken machen. Und die zweite Frage wäre dann, bereitet unser Studium uns darauf vor, uns über solche Fragen Gedanken zu machen? Sie wollen anfangen, Frau Hesen? Gerne, ja. Also ich hätte erstmal die Anfrage, was dann eigentlich Grundlagenforschung ist. Also ich glaube, das Beispiel, was Sie gebracht haben jetzt von dem Herrn Kosinski, das ist nicht unbedingt Grundlagenforschung, sondern es ist ja die Frage, welchen Zweck will ich erreichen mit meiner Forschung? Und er wollte ja tatsächlich auch provozieren und also auf einen Missstand letztendlich auch hinweisen. Das ist mir auch gelungen. Also bei allem, was ihm dann um die Ohren geflogen ist, weil er durch die Art des Forschungsgegenstands, also das ist ja eine ganz heikle Angelegenheit, die ja auch schon bei den Nazis eben betrieben wurde, wo man dachte, man kann aus der Kopfform eben herauslesen, welche Charaktereigenschaften ein Mensch hat oder welche sexuelle Orientierung. Aber ihm ging es ja angeblich darum, auch darauf hinzuweisen, dass es möglich ist. Und das ist nach meiner Auffassung schon ein Bereich, der nicht mehr Grundlagenforschung ist, sondern er hat ja damit letztendlich auch politisch agitiert. Aber in Bezug auf solche Fragestellungen, die dann ja auch weiter vorangetrieben werden könnten, brauchen wir natürlich Informatikerinnen und Informatiker, die ethisch sensibilisiert werden. Also es gibt ja immer zwei Punkte in Bezug auf verantwortungsvolle Forschung. Erstmal die Frage nach den Zwecken der Forschung und dann nach den Methoden der Forschung. Und wenn ich nach den Zwecken frage, muss ich natürlich sagen, bei dem Herrn Kosinski, also wollen wir letztendlich eine Bilderkennung, die sexuelle Orientierungen identifizieren kann, ja oder nein? Und dann muss ich mich dazu verhalten in meiner persönlichen Forschung und muss dann eventuell eben auch einen Drittmittelantrag nicht stellen, also der dann in die Richtung gehen würde. Also das ist die persönliche Auffassung dann auch, die dann verbunden ist, oder das moralische, das Gewissen auch letztendlich. Das kann natürlich in der Ausbildung sensibilisiert werden und sollte unbedingt der Fall sein. Also können wir vielleicht. Wird das heute gemacht? Nein, das wird viel zu wenig gemacht. Also wir hatten tatsächlich in den 80er, 90er Jahren, da gab es so einen Schwung von, das hieß dann immer Informatik und Gesellschaft, da gab es sogar einige Studiengänge, die in der Art aufgebaut waren, oder zumindest gab es die Möglichkeit, an vielen Fakultäten eben auch solche Kurse zu belegen, zu gesellschaftsrelevanten Fragen in Bezug auf die Informatik. Das ist dann alles irgendwie wieder gestorben. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Es war dann weg. Und jetzt gibt es wieder so einen Schwung, also dass man denkt, jetzt gerade mit dem Aufkommen von KI, da muss man jetzt doch was machen. Und das fängt jetzt wieder an zu wachsen, aber es ist noch sehr wenig institutionalisiert. Also, aber gut, es ist im Kommen. Und die andere Frage ist natürlich, also ich kann nach den Zwecken der Forschung fragen, aber eben auch nach den Methoden. Und da bin ich der Auffassung, wir brauchen integrierte Forschung, also eine Forschung, die interdisziplinär ist, wo zum Beispiel dann die Ethik auch beteiligt ist an verschiedenen Forschungsprojekten. Da müssen dann auch Gelder für eingestellt sein. Und das haben wir im Moment auch noch viel zu wenig. Aber es muss viel stärker aus diesen Schubladendenken herausgegangen werden. Und man muss in der viel frühzeitigeren Phase der Forschung auch schon in Kontakt kommen mit solchen gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Ja, danke schön. Herr Busch, Sie haben was aufgeschrieben. Genau, ich habe es aufgeschrieben. Also die erste Frage habe ich so verstanden, was machen Sie, um Verantwortungsbewusstsein zu prägen? Und ich trage das in meinen Unterricht hinein. Ja? Also ganz konkret gibt es da eine Lerneinheit in der Biometrie-Vorlesung, wo man sich eben mit den geltenden Rahmenwerken beschäftigt, ja? Also Datenschutzgrundverordnung und des Weiteren, um solche Konzepte wie Privacy by Design oder auch Impact Analysis, also was tue ich eigentlich mit meiner Forschung, was entsteht daraus, dass man das verinnerlicht. Ja? Also das ist mir ein Anliegen und die Studierenden hören das und hoffentlich verinnerlichen das. Und dann, ich sage jetzt mal, bei höheren Ausbildungsstufen haben wir
im norwegischen System zumindest so, dass auch noch Kurse gehört werden. Und jeder Doktorand muss den Ethikkurs besuchen. Das ist verpflichtend. Ja? Alle anderen Kurse kann er aussuchen, aber den muss er belegen. Dann zu Ihrer, zu Ihrem Vergleich mit der Cybersicherheit. Dieses Katz-und-Maus-Spiel haben wir im Grunde hier auch. Ne? Also wir haben Angriffe auf ja. Image Systeme und dann haben wir wieder die nächste Publikation, die genau diesen Angriff dann wieder Das gibt es übrigens zwischen pathogenen Viren und dem Menschen auch. Und es gab schon zu Beginn des Lebens zwischen Viren und Bakterien. Ja. Das scheint im Design des Universums zu liegen, solche Katz-Maus-Spiele. Genau. So, aber jetzt zurück. Blickend auf unsere Forschungsagenda oder die Themen, die wir uns aussuchen. Und wir nutzen ja die Freiheit, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns um die Sachen, die wir auch verantworten können und wo wir auch einen Sinn sehen. Ja? Also wo ein Anwender sagt, da habe ich ein Problem und wir helfen dem Anwender, dieses Problem zu beheben. Und Sie haben jetzt die Beispiele genannt, die ja auch in den Medien schon diskutiert sind. Ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Erkenntnis davon, wenn ich weiß, welche Orientierung ein Mensch hat. Also warum soll ich mich dieser Forschung widmen? Das habe ich nicht gemacht und habe ich auch nicht vor. Jetzt zu der Frage der Machbarkeit, das ist eine andere Perspektive auf das Thema, das Sie aufwerfen, ist alles, was der Mensch kann, das kann natürlich ein Deep Learning System gegebenenfalls auch. Ja? Also ich behaupte mal, Sie können an meinem Gesicht ablesen, ob ich interessiert bin, ob ich müde bin, ob ich erschreckt bin. Das hat Ihr neuronales System gelernt, solche Emotionen zu erkennen. Warum soll das ein Algorithmus nicht können? Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, auch wenn ich es nicht für sinnvoll halte, das zu tun. Ja? Und zu den Orientierungen jetzt konkret, da gab es vor ein paar Jahren eine Gruppe aus Berlin, die hat ein System entwickelt, das heißt Smile to Vote. Ja? Also da wurde quasi aus den Lichtbildern ermittelt, was denn die Menschen wählen. Ja? So, das wurde trainiert mit den Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Ja? Davon gibt es ja viele Lichtbilder. So, und wenn Sie jetzt sagen, das ist Humbug, vielleicht ist es Humbug, aber wenn Sie die letzte Wahl sich nochmal vergegenwärtigen, haben Sie sicherlich bei einigen Kandidaten schon gesagt, na, der gehört jetzt eher zur Grünen Partei oder gehört eher zur FDP. Also so ganz absurd ist es auch nicht. Also mein Plädoyer ist das, was der Mensch kann an Zuordnen mit der Schärfe und der Unschärfe. Das kann man im Algorithmus vielleicht auch antrainieren. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, meine Frage war ja eher darauf gezielt, nicht was so ein System kann, sondern wie sich der Forscher und die Forscherin dazu stellt, solche Forschung zu betreiben, genau. Was sie tun und was sie unterlassen. Ja. Also ich möchte einfach sagen, qua gemeinsamer Ausschuss, wir machen das zu einer unserer Aufgaben, die Bewusstseinsbildung in der Breite auch in die Ausbildung reinzubringen. Nicht durch irgendwelche dirigistischen Maßnahmen, sondern durch Angebote einfach. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man macht so einen extra Ethikkurs und den muss dann jeder belegen. Und das, glaube ich, reicht aber auch nicht aus, weil die Ethik ja schon Bestandteil von anderen Vorlesungen ist. Also wenn ich eine Vorlesung über maschinelles Lernen gebe, dann muss die Ethik in jeder Vorlesung eigentlich vorkommen. Die kann man nicht abkapseln und dann in einem Blockkurs eine Woche nach dem Semester machen. Mhm. Und das ist sicher was noch ausbaufähig ist in Deutschland. So, ich will mal fragen, wir kommen langsam ans Ende unserer Zeit. Da hinten war noch eine Hand hoch. Ich will Ihnen noch eine Chance geben. Ja, vielen Dank, Hildeweg. Also meine Überlegung ich habe vor Augen, was Frances Haugen, die Whistleblowerin von Facebook, geleakt hat, auch durchaus Forschung von Facebook selber. Und ihr Ansatz war ja zu sagen, diese Konzerne sind derart mächtig, das wächst denen über den Kopf. Natürlich verfügen solche privat organisierten Konzerne über ein unglaubliches Datenmaterial, was sehr tief in den Alltag von Milliarden Menschen eingreift. Und da ist meine Frage, ob Ihre Forschung, also ob es irgendwie Ansätze gibt, die diese Art von Daten auch berücksichtigen kann und wie es da auch um Forschungsverantwortung aussieht, ob das nicht von diesen Konzernen auch verlangt werden kann, dass deren
Forschung auch transparent gemacht wird und zugänglich gemacht wird. Da frage ich mich, wie da überhaupt die Verbindung hergestellt werden kann von derart mächtigen Konzernen zur Gesellschaft. Ich halte das für einen ganz, also einen enorm wichtigen Punkt, was Sie genannt haben. Also das ist tatsächlich etwas, was auch, auch wieder in der europäischen Regulierung vorgesehen ist, im Data Services Act heißt das. Also das, nämlich eine viel stärkere und auch rechtlich abgesicherte Schnittstelle zu den Datenmengen der großen Konzerne zu bieten für die Forschung. Also da gibt es viele Empfehlungen, auch von der Datenethikkommission zum Beispiel. Und es gibt auch das sogenannte Forschungsprivileg. Also das ist eine enorm wichtige Sache, um da letztendlich auch kontrollieren zu können und nachvollziehen zu können, mit welchen Daten die Konzerne arbeiten, also wie die selbst ihre eigenen Algorithmen bauen, aber auch profitieren zu können von diesem riesigen Datenschatz. Also das ist ja etwas, was im öffentlichen Interesse ist und das sind ja auch unsere Daten, die da liegen. Also das ist natürlich dann auch legitim, dass die Bevölkerung, wenn man das so sagen will, also auch daran Interesse hat, dass die Daten, die die selbst zur Verfügung stellen, auch wieder zurückfließt im Sinne von einer gemeinwohlorientierten Forschung zum Beispiel. Ja, schönen Dank. Wir sind an einem gewissen natürlichen Ende unserer Diskussion. Ich möchte mich bei allen bedanken. Sie haben gesehen, es hat mit Biometrie angefangen und hat sich dann ziemlich schnell ausgeweitet auf die ganzen Dinge, die eigentlich nicht zu trennen sind davon. Deswegen bin ich da eigentlich auch ganz glücklich drüber, dass wir diesen Bogen geschlagen haben. Ich möchte vor allen Dingen unseren Rednern und Diskutanten danken für die Vorträge und für die interessanten Antworten auf die vielen Fragen, die von Ihnen kamen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, auch bei den Leuten aus TV-Land oder wie sich das heute nennt. Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit von dieser Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.